Ja, ich habe mir gerade überlegt, ob ich das tun soll, aber ich glaube, dass das nicht gescheit ist. Gell? Das ist ja nicht genau deswegen. Dominik, kannst du einen. Auch nicht. Christoph, nein, das geht jetzt auch. So, Dalle. Der war's. Wird schon langsam. Sehr schön. Falls mich wer nicht versteht, bitte kurz einmal Hand heben oder funktioniert so? Ja, genau, danke. Na was, sehr schön. Herzlich willkommen zum diesmaligen 61. Technologieplauschel, wenn ich mich nicht täusche. Schon mal vielen herzlichen Dank an Dynatrace fürs Hosten, für die Verpflegung und für alles. Bezüglich Getränke und Essen sagt dann der Markus nur was. Ich möchte euch nur kurz einen Zeitplan sagen. Es geht wie immer los mit zwei Vorträgen. Den Anfang macht der Martin mit einer Haussteuerung Vortrag. 10 Jahre später. So schauen wir mal, was rausgekommen ist, oder? Danach gibt es einen Vortrag vom Karl über Mentimeter. Dann soll es um ungefähr 20 Uhr sein. Werden wir Pause machen, je nachdem, wie viel Zeit ihr braucht. Aber so um die 45 Minuten werden wir Pause machen. Und nach der Pause geht es nur mit den Community News weiter und am Schluss macht der Johannes nur einen Vortrag über Accessibility Tests. Kurz nur, soweit ich weiß, sollten wir bis um 10 Uhr ungefähr draußen sein, außer es findet sich wer von Dynatrace, der nur länger Leute beherbergen möchte, aber generell einmal ungefähr, das ist so, das sollte sowas das Ende sein. Und dann möchte ich schon an den Markus übergeben, der euch ein bisschen was zu deinem Test hat. Das ist vielleicht schon das. Okay. So, ich hoffe, das funktioniert so am Stream. Passt. Ja, mein Name ist Markus Heimbach. Ich bin verantwortlich bei Dynatrace für Integrationen, die mit Containern im weitesten Sinne zu tun haben, also sprich Kubernetes, Cloud Foundry und dieser Dinge. Ich möchte kurz Dynatrace vorstellen für die, die es nicht kennen. Wir sind seit 2005 hier in Linz und sind mittlerweile recht groß. Wir haben jetzt hier am Standort schon 350 Mitarbeiter, was auch der Grund dafür ist, dass wir seit gut einem halben Jahr ein neues Gebäude bauen. Das ist genau über die Donau. Und da hinten in dem Bereich seht ihr auch den Livestream für unser neues Gebäude. Und wir planen, dass wir circa in einem Jahr umsiedeln. Das heißt auch für das Treffen hier wäre dann auch eine neue Location da, wo wir dann mehr Platz haben und auch bessere Verpflegung machen können. Zwecks der Verpflegung. In der Küche haben wir Schnitzelsemmel vorbereitet. Auf der rechten Seite sind die Kühlschränke mit Getränken zur freien Entnahme dabei. Vielleicht ein paar Worte zu Dynatrace, was wir selber machen. Wir sind im Software Intelligence Bereich unterwegs, das heißt, wir bieten End-to-End Insights für unsere Kunden mit einem sehr einfachen Weg, unsere Technologie zu deployen, haben diverse Integrationen und viele Automatisierungen gebaut, damit unsere Kunden unser Produkt sehr einfach einsetzen können. Wie heutzutage üblich gibt es mehrere Möglichkeiten, das Produkt zu nutzen. Allen voran natürlich as a Service, sprich unser eigens gehostetes Produkt in der Cloud und kann da entsprechend per Use genutzt werden und wird dann quasi von uns auch gemanagt und in einem skalierbaren Weg eingesetzt. Ich würde sagen, das war es mal soweit von meiner Seite. Dann würde ich gerne an den Martin übergeben, der uns was über Smart Homes erzählt. Das so. Grüß euch. Freut mich, dass so viele gekommen sind. Smart Home, 10 Jahre später. Wir haben vor 10 Jahren Haus gebaut und jetzt muss ich schauen, dass der funktioniert. Genau, wir haben vor 10 Jahren Haus gebaut und deswegen fange ich jetzt an, dass ich über mich rede und nicht über das Haus.
Entwicklerarchitekt Dynatracer. Ich habe da damals mit Commodore Basic angefangen. Am C64, wer nicht weiß, wo Commodore Basic V2 gelaufen ist, da ist nichts dabei rausgekommen natürlich, aber ich habe programmiert. Heute begeistere ich mich sehr für APIs. Also alles, wo irgendwo eine API drinsteckt und sei sie noch so primitiv, das begeistert mich irrsinnig. Die Vorstellung, dass Zahnräder ineinander greifen wie bei einem Getriebe, das ist meiner Meinung nach eines der besten Prinzipien, die es in der Informatik, in der IT dieser Tage gibt. Und es funktioniert auch für Smart Homes. Auf Twitter bin ich auch, wer es wissen will. So, 2008, wie gesagt, haben wir Haus gebaut. Ich war dort damals schon, wie wahrscheinlich die meisten von euch nachvollziehen können, so ungefähr der beste Programmierer, den es auf der Welt gegeben hat. Und ich habe gewusst, dass mit Java das Ganze sowieso schon mal zu lösen ist, das Problem. Ich bin dann nur über OneWire gestolpert. Ich weiß nicht, wem von euch, wem sagt OneWire was? Nicht so viel, hat vielleicht einen Sinn, einen Grund. OneWire sind im Prinzip lauter kleine Bausteine, ICs, da gibt es Schalter, Temperatursensoren, kosten ein paar Euro, also ein 8-fach Switch IC kriegt man um 8 Euro, einen Temperatursensor um 1,50 Euro. Man braucht einen seriellen Adapter dazu, wenn man den ganz teuren nimmt, dann ist man mit 40 Euro super dabei. Und ich habe das gesehen und ich habe gewusst, das wird meine Haussteuerung, also das wird eine lässige Geschichte. Ein Lötkolben braucht man noch, wo man hingreifen darf und wo nicht, das hat man schnell heraus. Und somit habe ich mir gedacht, passt, Haus bauen tun wir. Automatisieren tun wir es auch. Und wenn ich jetzt, es ist natürlich jetzt jeder gespannt drauf, was 10 Jahre später passiert. Ich gebe mal einen kleinen Vorausblick. Also heute weiß ich, weniger ist mehr. Ja. Ich habe einen irrsinnig schönen, sieht man das gut, soll man das Licht ausschalten? Einen irrsinnig schönen Touchscreen im Wohnzimmer hängen. Ich habe Fernsehen überall, also ich kann am Handy Fernsehsendungen zur Aufzeichnung programmieren. Ich kann mir das überall anschauen, wo ich will, egal ob es im WLAN, im LAN zu Hause ist oder auch nicht. Ich habe, wenn wir bei der Haustür leiten, Nachrichten aufs Handy. Ich habe einen Telegram-Bot, einen Chatbot auf Telegram, mit dem ich die Haustür auf- und zusperren kann. Ich habe meine Heizungen integriert, also ich habe eine Wärmepumpe mit einer Tiefensonde plus, ich bin ungefähr so alt, wie ich ausschaue, also ich steuere auf die Midlife-Crisis zu und ich habe gesagt, in der Midlife-Crisis kaufen wir kein Kawasaki, sondern ich tue mir Solaranlage aufs Dach. Und preislich ungefähr gleich gewesen. Und das habe ich dann auch gemacht. Was ich meiner Frau nicht gesagt habe, ist, dass die Midlife-Crisis noch nicht da ist, aber das ist ja wurscht. Da kaufen wir dann nur was. Und genau, das ist der Stand, den ich heute habe und ich möchte euch aber erzählen, wie die Reise dahin gegangen ist. Also ungefähr 10 Jahre zuvor, 2008. Die Herausforderung Homebrew. Wenn man selber was baut und das läuft 3 Monate lang ohne Unterbrechung und ohne Probleme, dann ist das so ziemlich eines der besten Erfolgserlebnisse, die man als weltbester Programmierer haben kann. Ja. Wenn man sich was kauft und das ist nach 3 Wochen hin, dann ist man so richtig angefressen. Und das ist auch die Herausforderung bei dem Ganzen. Angefangen habe ich eher so in dieser Homebrew-Ecke. Ich kann eh alles selber. Habe aber sehr schnell gemerkt, irgendwann freut mich das nicht, wenn das drum jetzt hin ist, dass ich das jetzt repariere, weil ich möchte eigentlich heute am Abend Fernsehen oder Computer spielen oder was mit der Familie machen. Ja, und wenn man das alles selber gebaut hat, dann kann man halt nicht ins nächste Geschäft gehen oder auf Amazon das Ersatzteil bestellen, dann muss halt wieder der Lötkolben ran. Und das war halt eines der ersten Learnings, die ich gemacht habe. Die Lösung dahin, also wie kommt man aus dieser Misere raus? Das Wichtigste, irgendwer hat das, was man machen will, schon mal gemacht. Und es ist ganz wichtig, dass man vielleicht einen Schritt zurücktritt und sagt, okay, das ist zwar jetzt nicht genau das, wie ich mir es vorgestellt habe, aber vielleicht kann ich es trotzdem benutzen. Beispiele folgen. Außerdem, wenn man was nimmt, was wie andere gemacht hat und das ist nicht ganz das, was man sich vorgestellt hat, dann ist das eine super Gelegenheit, dazu auch beizutragen. Kenne deine Grenzen. Bei mir war das Software oder Hardware. Ich habe ja schon gesagt, der weltbeste Programmierer und das ist auch indirekt proportional auf Hardware, kann das umgelegt werden, ungefähr der schlechteste Hardware-Benutzer, den es irgendwo gibt. Womit habe ich begonnen? Ich habe es
ich weiß jetzt nicht, ob das Abstract draufgestanden ist, im Prinzip im Jahr 2008. Es hat kein Raspberry Pi gegeben, der Strom war aus Holz, also was hätte man machen sollen? Es hat dazu mal was gegeben, das hat Linotop geheißen. Ich glaube, die Dinger gibt es ja immer noch. Das waren Intel x86-kompatible CPUs von AMD, 433 MHz, 256 MB RAM. Der obere hat von USB gebootet. Darunter hat es dann den anderen gegeben, der hat 500 MHz schon gehabt, 512 MB RAM und schon ein internes Gigabyte Flash Memory gehabt. Die haben irgendwo gekostet, ich glaube, der silberne, der kleine bei 170 Euro, der große, glaube ich, bei 250, 300 Euro irgendwo in der Gegend. Stromverbrauch war bei, naja, 15 Watt ungefähr. Ja, dann eben OneWire und FS20. FS20 ist ein Funkprotokoll, das gibt, ist aber unsicher, und aber es funkt. So hat meine OneWire-Geschichte im Prinzip ausgeschaut. Also was ihr rechts seht, ist ein selbstgelöteter Rollladenaktor. Hat grundsätzlich funktioniert. Mein Anspruch an mich selber war auch, also ich habe zu einem gewissen Grad gewusst, wenn ich das selber baue, dann wird es ein, zweimal brechen die nächsten 10 Jahre. Und deswegen war mir wichtig, dass wenn es bricht, dass trotzdem alles funktioniert. Das heißt, ich habe trotzdem Taster an der Wand, mit denen ich den Rollladen auf und zu machen kann, auch wenn das ganze System nicht läuft. Ich habe ganz normale Lichtschalter. Also das ganze Haus funktioniert auch dann, wenn mein Smart Home gerade einmal nicht ganz so smart ist. Das war mein Anspruch an mich selber. Also wie gesagt, das war die Hardware, die das Ganze betrieben hat. Am Anfang war es der Silberne oben, dann unten der Große, ist dann ein bisschen später dazugekommen. Ich habe mir einen Touchscreen gekauft, der hat gehabt 800x600 Auflösung. Ich habe diese Blende lasern lassen und ihr seht, den Touchscreen habe ich dann hinten mit Klettbandel draufgepickt gehabt, weil, wie gesagt, Hardware war nicht ganz meine Stärke. Der ist halt mit normalen VGA an dem Linotop angeschlossen gewesen. Was ich dazu mal gelernt habe, ganz interessant, der hat auch eine USB-Schnittstelle gehabt. Die USB-Schnittstelle war sozusagen das Touch-Device. Der Bildschirmserver ist als ganz normales VGA-Device angeschlossen gewesen. Wenn ich den Bildschirm stromlos gemacht habe, hat aber das Touch trotzdem funktioniert. Das heißt, das waren wirklich zwei Geräte in einem. Und das habe ich dann eigentlich auch ganz sinnvoll genutzt, weil ich habe sozusagen, wenn ich den Bildschirm berührt habe, den Bildschirm einschalten können. Also ich habe den Bildschirm berührt. Im Hintergrund, was man nicht gesehen hat, weil er ja ausgeschalten war, ist ein Diff über dem ganzen Bild gelegen. Also das war eine Web-App, die ich da geschrieben habe. Und wenn ich drauf gedruckt habe, ist das Overlay-Diff verschwunden. Ein Befehl an die Steuerung, den Bildschirm einzuschalten. Und ich habe halt da um und um drucken können. Und nach 2 Minuten hat sich der Bildschirm wieder ausgeschaltet. Strom sparen. Weiß wer, was das ist? Da sieht man es nicht ganz so gut. Nokia 770 Internet-Tablet, glaube ich, hat das geheißen. Das war ein Texas Instruments CPU mit 252 MHz, 800x480 Bildschirmauflösung, 64 MB RAM, 128 MB Flash und RSMMC-Karten mit 2 GB. RSMMC ist im Prinzip wie SD-Cards, nur ein bisschen dünner, aber das eine passt beim anderen auch hinein. Irgendwo bei 170 Euro dazu mal gelegen, nie verwendet. Also das Foto da habe ich gestern live noch am Abend auf meinem Schreibtisch gemacht. Das Teil liegt seit ungefähr, naja, 10 Jahren werden es sein, im Kastel. Der Akku ist natürlich fetzen hin. Ja, das war auch so meine Idee, ein bisschen was man machen kann. Hat nicht funktioniert. So, Java habe ich ja schon gesagt. Was machen wir? Eine Tomcat-Webanwendung basierend auf Servlets muss es sein, weil das ist das, was ich auch in der Arbeit dazu gemacht habe. Den OneWire-Bus, den programmiere ich mal in Java selber. Das war schon lässig. Da hat man so Feinheiten machen können, wie wenn ich jetzt Licht einschalten will, dann will ich ja den Stromstoßschalter nur für 2 Zehntel anziehen. Also genau wie wenn ich auf dem Taster drücke. Und da hat man dann den Bus im Exclusive-Mode fahren können, das quasi zwischen anziehen und auslassen ja kein anderes Buskommando dazwischen springen kann. Voll lässig, voll umsonst. Also wirklich. FS20. Das Funkprotokoll, was ich vorher erwähnt habe, man hat da einen USB-Adapter, der im Prinzip, was wird der kostet, um 70 Euro, und der sendet halt Funksignale. Genauso gibt es im FS20-System aber auch Taster und Aktoren. Also es funktioniert auch ohne PC im Prinzip. Leider unverschlüsselt, und jedes Gerät hat eigentlich eine sehr einfach herauszuhörende Adresse.
Das heißt, für sicherheitsrelevante Geschichten wie Rollläden öffnen oder schließen, war FS20 eine ganz schlechte Idee. Habe ich trotzdem gemacht, ist trotzdem keiner reingekommen. So, was sind meine Grenzen? Also Hardware ist so richtig schief gegangen. Dieser OneWire, der hat mir so manches Kopfzerbrechen bereitet. Das Zeug ist ungefähr ein Jahr lang gut gelaufen und auf einmal hat der Bus begonnen zu spinnen, wie man auf schön Deutsch sagt. Ich weiß nicht warum, ich habe nichts geändert. Auf einmal ist ein Rollladen nicht mehr gefahren, dann hat der Temperatursensor nichts mehr angezeigt. Ich weiß bis heute nicht, was da schief gegangen ist. Also ich habe bis heute im ganzen Haus OneWire Temperatursensoren, alles andere habe ich eh schon weggebaut, erst jetzt. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert, wirklich. Ich habe keine Ahnung, ich bin mir sicher, jeder von euch darf es begreifen, ich halt nicht. Stromzähler über RS-485 anbinden hat auch nicht so gut funktioniert. Das ist auch ein halbes, dreiviertel Jahr gut gegangen und irgendwann hört das Zeug einfach auf, dass es funktioniert. Und ich bin halt nicht der mit einem Oszilloskop sich da dann draufhängt und schaut, was das Problem ist. Es geht einfach nicht, es ist zum Haare raufen, ihr seht's. Ja, es ist, ihr lacht's. Das sind tatsächlich meine Grenzen. Also ich habe einmal einen kleinen Überspannungsvorfall gehabt auf meiner OneWire-Geschichte. Ich habe jetzt kein Selfie, wo ich selber 380 Volt durch mich durchschleuse, weil es die Kamera nicht überlebt hat, aber wenn alles hin ist, dann musst du alles wieder bauen. Alles. Mit dem Lötkolben. Servus. So. The Brain, ein ganz fundamentaler Bestandteil, warum das, was ich heute habe, so funktioniert, wie es funktioniert und ich glaube eigentlich ganz gut funktioniert, ist, dass ich eine Lösung gefunden habe, die nennen sie FEM. Ich habe es jetzt drunter geschrieben, definiere mal schier. Es ist nicht die schönste Lösung, jetzt sage ich mal im optischen Sinn. Punkt 1, es ist Perl. Das hört sich schlimmer an, als es ist. Aber Punkt 2, es ist modular aufgebaut. Ich sage dann nur was zu Perl. Ja. Es ist sehr modular aufgebaut. Das heißt, FEM für sich ist halt diese Grundkomponente, die von der Architektur her nicht unähnlich ist zu Node.js. Das heißt, wenn ich jetzt ein serielles Device, ein TCP-Port, irgendwas über API abhorchen will, dann kann ich dort einfach meinen Listener registrieren. FEM kümmert sich um dieses Hardware-Interfacing, weiß nicht, wie man sagen soll, ist ja Hardware. Und selber registriert man einfach, also schreibt man sein Modul, das muss einfach, je nachdem, was machen soll, eine gewisse Anzahl an Lifecycle-Methoden implementieren und dann läuft das. Und es gibt Sachen, die sind schlimmer als Perl, glaubt's mir's. Also das Wichtigste ist, das ist ziemlich strange, wie die Parameter reinkommen und es gibt noch ein paar andere Sachen, die ziemlich schräg sind, aber wenn man da mal in den Schmerz hinein entspannt hat, dann geht es. Dann, also was kann FEM? FEM kann super so if this then that use cases abbilden. Und ein if kann quasi jegliches Event von jeglichem angebundenen Gerät sein und man kann darauf reagieren. Man kann zeitbasierte Steuerungen machen, man kann Charting machen, man kann manuell natürlich Sachen ein- und ausschalten. Und weil ich vorher gesagt habe, definiere mal schier, also das ist jetzt das schöne Stylesheet. Es schaut halt nicht besonders schön aus. Man kann es ein bisschen hintricksen, dass es ein bisschen schöner wird. Es ist aber nichts, wo ich jetzt zum Beispiel einen User, der technisch da nicht so viel Liebe in die technischen Hintergründe investiert hat, dadurch jetzt nicht guten Gewissens in die Hand geben. Nur dazu, weil man auf dieser Oberfläche eigentlich alles kaputt machen kann, was irgendwo kaputt zu machen gibt. Also wirklich schön ist das nicht. Also diese SVG-Logs und so, das ist mehr zweckmäßig. Ich kriege alles von da außer, was ich brauche, aber es ist natürlich sicher nicht jedermanns Sache. So schaut es zum Beispiel aus, wie halt so ein Gerät definiert ist und da unten in dem Attribute links dieses Dropdown, das sind halt quasi die Attribute, mit denen man Geräte konfigurieren kann und es ist sehr, fühlt sich sehr nach SAP an, vielleicht sogar eine Spur schlechter. Aber wie gesagt, man kann die Sachen schön gruppieren. Also ich habe da zum Beispiel einfach ein paar Kategorien gemacht. Zum Beispiel, wenn Kamera eine Bewegung erkennt. Ich habe eine Haustürkamera zum Beispiel. Ja. Wenn eine Tür aufgeht und so weiter und so fort. Und das ist dann im Prinzip eine sehr simple, deklarative Geschichte. Also in dem Fall Monitor Front Door Alert On. Das heißt, wenn die Front Door Kamera
Bewegung erkennt, dann setze ich das Dummy-Touch-Parameter auf On. Und was da passiert, wenn dieser Dummy-Touch auf On gestellt ist, das zeige ich euch nachher noch schnell. Und Strichpunkt, nächster Befehl, Dummy-Touch-Timer, das heißt, Dummy-Touch wird eingeschaltet und dann baue ich einen temporären Timer, der nach einer Minute dieses Off-Kommando wieder ausführt. Muss man vielleicht ein bisschen reinfinden, aber es ist relativ simpel. Heizungsstörung habe ich auch schon gesagt, Wärmepumpe und eine Solaranlage. Meine Solaranlage hat drei Wärmetauscher, das heißt, ich kann, wenn extrem viel Hitze da ist, den Warmwasserboiler damit aufheizen. Bei mittlerem Temperaturniveau kann ich immer nur in die Fußbodenheizung fahren. Und der dritte Schmäh ist sozusagen ein dritter Wärmetauscher. Wenn es auch für die Fußbodenheizung selber zu wenig ist, dann kann ich zumindest die Temperatur der Tiefensonden, der Sohleflüssigkeit anheben. Und das ist zum Beispiel was ich halt auch so schier das Charter ist, aber was extrem wertvoll ist. Wenn man sich da jetzt anschaut, die blaue Linie, das ist Sonde Rücklauf, das heißt die blaue Linie da in der Mitte zeigt ungefähr, habe ich einen Mauszeiger oder habe ich keinen? Nein, ich habe keinen. Oder doch. Da ist er. Mit dieser Temperatur kommt sozusagen die Sondenflüssigkeit aus dem Erdreich rauf. Dann kommt die Solar dazu, hebt das nochmal um 2 Grad an. Und wenn es dann wieder ins Erdreich zurückgeht, hat das Ganze zwischen 6 und 8 Grad verloren. Also alleine dieses Wissen, dass ich genau weiß, mit welchem Temperaturniveau kommt das Medium raus, wie viel entziehe ich und so weiter und so fort, kann man sehr viel tüfteln. Aber über Heizungssteuerung kann ich alleine 2 Stunden reden. Ja. Was auch noch irrsinnig, was mir einfach viel Spaß macht, ist, es gibt da Module im FEM, mit denen kann man einfach von Webcams Bilder abgreifen. Also das ist zum Beispiel Nähe des Elternhauses an einem Sonntagvormittag, wenn wir zu meinen Eltern fahren, dann schaue ich einfach da drauf. Der Nachbar meiner Eltern hat auch noch eine Wetterstation. Diese Daten kann man zu alle reinziehen und relativ bequem anschauen. Jetzt ist das nicht das Schönste, was aber das Schöne am Nichtschönen ist. Das FEM, wie gesagt, ist sehr modular aufgebaut. Das heißt, ich habe nicht nur das schiere UI, wo ich auch Sachen kaputt machen kann, sondern es gibt einfach ein zweites UI, das nennen sie Tablet UI. Da kann ich mit HTML5, mit HTML Tags und mit einem sehr schönen Stylesheet, wie ich jetzt einmal sage, relativ simple Sachen machen. Das heißt, am Touchscreen im Wohnzimmer läuft eben dann zum Beispiel so eine Tablet UI Instanz und da sieht man jetzt, wie zum Beispiel die Front-Door-Cam, also die Haustürkamera, angezeigt wird. Rechts davon ist eine Schaltfläche, mit der ja die Haustür gleich öffnen kann. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Und ich habe das da jetzt sozusagen gefaked. Also normalerweise dieses Dummy-Touch, was ich euch vorher gesagt habe, das kann ich auch simulieren, indem ich da am Touchscreen auf das Kamerasymbol drücke. Aber wenn jetzt wer zur Haustür kommt und die Bewegung wird erkannt, dann poppt automatisch das Kamerabild auf. Und ja, nach einer Minute oder zwei verschwindet es halt automatisch wieder. Das heißt, ich sehe automatisch, wenn wer bei der Haustür steht, nur bevor der geläutet hat zum Beispiel. Das Schöne an so einer Bastlerei ist zum Beispiel, dass halt auch, also dieser Rahmen, dieser schwarze, den wir da gebaut haben, das ist nicht mehr der Gelaserte, den ihr vorher gesehen habt. Der ist einfach aus Balsaholz aus dem Baumarkt ausgeschnitten, hinten drauf biegt. Das ist dieser 10 Zoll Touchscreen, hinten drauf ist der Raspberry Pi und rechts davon oder links, je nachdem, wenn du fragst, ist ein E-Ink-Display. Die Idee war nämlich da genauso wie bei dem alten Monitor, den ich gehabt habe, dass wenn ich den USB-Strom, also wenn ich den Monitor die Stromversorgung nehme, dass der Monitor sich ausschaltet und dass ich aber trotzdem jederzeit den Monitor wieder einschalten kann. Und ich wollte einfach auf dem E-Ink-Display permanent so Sachen wie Außentemperatur haben und nur wenn ich irgendwas aktiv machen will oder wenn wer bei der Haustür steht, soll sich das Touch-Display einschalten. Das heißt, der Schatz war, dass das hat natürlich eine USB-Verbindung zum Raspberry und seine eigene 12-Volt-Verbindung. Der Schatz ist, wenn ich die 12-Volt-Verbindung kappe, dann kriegt es den Strom vom Raspberry. Jetzt könnte man natürlich sagen, Stromleitung durchtrennen und so weiter und so fort, aber das war mir noch zu Action. Also das ist wirklich ein E-Paper-Head, der am Raspberry draufsteckt. Der Raspberry kümmert sich im Übrigen nur um dieses Touch-Display. Also
Der Raspberry, der die ganzen Hardware-Interfaces anbunden hat, ist im Keller, ist ein anderes Gerät. Der Touchscreen hat, glaube ich, kostet, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube so um die 80, 90 Euro. Das E-Ink-Display kostet so um die 40 Euro. Wenn es mit so E-Ink was macht, aufpassen, das Zeug ist sofort kaputt. Also einmal draufgestiegen oder so. Genau. Das nur mal ein bisschen genauer, was ich da auf diesem Touch-Display laufen habe. Links, wie gesagt, Temperaturwerte, Datum und so weiter. Ich habe links eine Anzeige, man sieht es nicht recht gut. Ich habe da eine Anzeige, ob die Haustür offen ist, ob die Kellertür offen ist. Das ist ein voll altes Foto. Ich habe jetzt nämlich auch noch die Garage dabei. Ich kann da die Radiolautstärke verändern. Wie gesagt, das ist die Kamera. Ich kann den Fernseher stromlos machen, WLAN stromlos machen. Ich kriege von Weather Underground eine Wettervorhersage für heute und morgen. Da habe ich ein paar Temperaturmesswerte von der Solaranlage und da kann ich das Ganze ausschalten. Über die Nacht, wenn wir ins Bett gehen, schalte ich das Zeug aus. Oder wenn wir eben das Haus verlassen, wird das ausgeschaltet. Und wenn die Haustür aufgeht, dann schalte sich das Display wieder ein oder eben Timer gesteuert in der Früh, wenn wir aufstehen. Dann, was haben wir nun? Also FEM hat auch Integrationen zum Beispiel mit Pushover oder mit Telegram. Telegram kennt sicher jeder, ist wie WhatsApp. Nur das Coole dran ist, in Telegram kann man auch ganz einfach Chatbots definieren, was in WhatsApp, zumindest in der Gratis-Version, nicht geht. Das heißt, man kann über FEM definieren, welche Befehle dieser Chatbot erlauben soll. Man kann genau definieren, welche WhatsApp, welche Telegram-Kontakte dürfen und welche nicht. Und wenn ich jetzt an diesen Bot ein Fragezeichen schicke, dann antwortet er mit dieser Auswahlliste. Das heißt, ich brauche da nicht irgendwie umständlich eingeben, / Haustür bitte aufsperren, danke, sondern ich drücke einfach da drauf. Oder Fragezeichen 1 würde dasselbe bedeuten. Telegram habe ich ganz neu jetzt erst, bin erst vor kurzem drauf gekommen. Vorher habe ich Pushover gehabt, habe ich auch immer noch. Pushover ist ein reiner Empfänger, also über Pushover kann ich kein Feedback an meine Haussteuerung geben. Aber ich kann trotzdem natürlich zum Beispiel das Foto, wenn wer bei der Haustür bei der Glocke läutet, dann habe ich einen Kontakt drauf, die Haussteuerung kriegt das mit, nimmt vom Livestream von der Haustürkamera ein Bild und schickt mir das per Pushover aufs Handy. Lizenzmodell von Pushover finde ich ganz spannend. Man bezahlt quasi pro Plattform, wo man das benutzen will, einmal, ich glaube, 8 Euro. Das heißt, wenn ich es auf Android will, einmal 8 Euro, kann so viele Handys dann mit meinem Account verbinden, wie ich will. Wenn ich es für iOS brauche, nur mal 8 Euro. Ja, das habe ich mir geleistet sozusagen. Und Telegram kostet nichts, da gibt es irgendeinen Milliardär dahinter, der das finanziert. Aus Usability-Sicht sind diese Lösungen spitze, muss man sagen, weil ich keinen Port zu meinem Raspberry, zu meinem Smart Home offen haben muss, weil ja FEM verbindet sich zum Telegram-Server zum Beispiel und mein Handy genauso und spülen es über diese Geschichte. Ja, was habe ich dann heute im Einsatz? Also ein Raspberry 3 Plus, vorher war es ein 3er, aber der Vertrag da 220 Volt nicht so gut. Dann hat man ein 3 Plus gegönnt, ein 7-Port USB-Hub. Da habe ich eben zum Beispiel einen USB-Serial-Wandler drauf für die Wärmepumpe. Theoretisch können die Stromzähler und Lichtschalter wie S85 auslesen, aber das habe ich schon erwähnt, dass wir nicht so gut frei sind. USB hängt drauf und LAN-Verbindungen zur Steuerung der Solaranlage und auf Homematic. Zu Homematic sage ich gleich noch was. Ja, die Wärmepumpe zum Beispiel, die ist 10 Jahre alt. Also wie ich es gekauft habe, war es 10 Jahre alt. Das Produkt als solches ist viel, viel älter. Aber es hat trotzdem eine serielle Schnittstelle zum Beispiel, die man anzapfen kann. Oder es hat zum Beispiel zwei Kontakte, die man einfach öffnen, schließen kann. Ein Kontakt sagt externe Abschaltung ein, aus. Das heißt, ich kann über einen ganz normalen Relaiskontakt jederzeit meine Wärmepumpe wegschalten, wenn ich will. Und der zweite Kontakt sagt externe Anhebung. Das heißt, wenn ich jetzt so viel Sonne habe, dass ich meine Heizung unterstützen kann, dann kann ich sagen, heiz nur mehr 1 Grad, 2 Grad drüber, alles einfach nur durch Schließen eines Kontaktes. Hinterm Touchscreen ein Raspberry 3, da drauf läuft Full-Page OS. Da bin ich irrsinnig froh, dass ich das gefunden habe. Boah, dieses Touchscreen-Konfigurieren immer, das war eine Katastrophe. Die Treiber finden, den Touchscreen kalibrieren, das XF so konfigurieren, dass man sich nicht anmelden muss,
alle Sachen. Also Full-Page-OS ist super easy, da gibt es ein Config-File, es passiert eher auf irgendeinem Raspberry-Derivat. Man gibt einfach die URL ein, die man aufrufen will, die man als Screen haben will, das ist das FemTablet-UI und es läuft. Also Full-Page-OS kann ich nur empfehlen. FemTablet-UI habe ich ja schon gesagt. Gaudi, oder nicht. Wenn ich den Touchscreen ausschalte, vorher habe ich Ubuntu, also war das Full-Page-OS auf Ubuntu 16 basierend, da habe ich es zusammengebracht, dass ich vom anderen Raspberry aus mich über SSH verbinde, ein Shutdown-Kommando absetze und 10 Sekunden später den Strom einfach kappe. Ja. Ich bringe es nicht mehr zusammen. Da ist jetzt Ubuntu 18 drunter. Ich schaffe es nicht, dass ich mich anmelde auf dem Raspberry und das Shutdown absetze. Ich mache nichts anderes wie vorher. Ich schaffe es einfach nicht. Das heißt, auch bei der Software geht es bergab bei mir. Zu Homematic. Homematic ist auch ein Funkprotokoll. Also ich kriege da jetzt kein Geld von irgendwem. Ich habe keine Affiliate-Links drauf. Ich will euch einfach nur erzählen, was für mich gut funktioniert hat. Ich habe diese OneWire-Rollladenaktoren zum Beispiel gehabt. Und das war einfach, es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn der Rollladen busgesteuert gefahren ist und ich habe manuell mit dem Taster was gemacht, hat der Bus Vorrang gehabt. Eigentlich sollte es ja umgekehrt sein. Die Aktoren haben sie natürlich nicht gemerkt, wo sie stehen, wo der Rollladen steht. Das hat einfach, ja, und der Bus selber war natürlich nicht mein bester Freund. Bei Homematic gibt es zum Beispiel Rollladenaktoren, die sind Funkempfänger. Ich kann außerdem einen Taster über Kabel anhängen. Das heißt, meine Wandtaster sind mit den Rollladenaktoren über Kabel verbunden. FEM funkt an meine Rollladenaktoren über Funk, darum funkt es ja. Und die Aktoren merken sie, wo sie stehen, wie lange sie gefahren sind. Ich kann genau definieren, wie lange eine Öffnung oder eine Schließung dauert. Wenn ich mit dem Taster ein bisschen reinfahre, dann weiß der trotzdem, wo er steht. Und ein so Rollladenaktor kostet 30 Euro, das LAN-Interface kostet 70 Euro. Rausgekommen ist das Ganze 2011 oder 2012, also kann man jetzt nicht einmal den Vorwurf machen, dass ich blind gewesen wäre. Das hat es einfach noch nicht gegeben damals. Es gibt schaltbare Steckdosen, es gibt auch Platinen, die man dann in seine eigenen Konstrukte einbauen kann, es gibt Bewegungsmelder und so weiter und so fort. Fernsehen habe ich vorher erwähnt und Haustürkamera. Ich habe nicht nur diese zwei Raspberries am Laufen, die nicht so viel Strom brauchen, sondern ich habe auch dieses Teil im Keller laufen. Ich lasse das offen, weil mir das einfach taugt, wenn ich einen Saustall habe. Der ist jetzt auch schon, glaube ich, 7 oder 8 Jahre alt. Da läuft halt so ein AMD-Stromspar-CPU drin, 4 GB RAM, eine 200 GB Fußfestplatte, Bootfestplatte, die immer noch funktioniert, komischerweise über Parallel-ATA angeschlossen, 2x4 TB Platten zum Aufnehmer. Der braucht ein bisschen mehr Strom, auch weil dieses Standby nicht so gut funktioniert, dass sie die Festplatten nach 5 Minuten irgendwie schlafen legen. Da ist jetzt auch, glaube ich, nur Ubuntu 14 drauf. Kommt man mal über Upgrade nachdenken. Dann habe ich analoge Video-Capturing-Karten drinnen mit 4 Ports, weil ich einfach früher, wie ich angefangen habe mit dem Ganzen, analoge Kameras gehabt habe. Und ich habe immer nur eine analoge Kamera im Einsatz und darum ist auch die Karten da noch drinnen. Und 2 PCI-Tuner für digitales Kabel habe ich auch drinnen, damit ich aufnehmen kann. SoundMinder ist eben die Kamerasoftware, die ich im Einsatz habe. Sehr unspektakulär. Man kann eben definieren, ob das eine IP-Kamera ist oder ob das eine analoge Kamera ist. Man stellt das ein. Und SoundMinder bietet sozusagen einfach diesen Abstraction Layer zur Kamera. Das heißt, ich habe mir vom Hofer einmal eine IP-Kamera um 50 Euro gekauft, die sogar im Kreis fahren kann. Dann vor der Haustür habe ich eine fixe Kamera hängen. Und beim Kellerabgang habe ich meine alte analoge Kamera hängen. Und alle diese Kameras sind in SoundMinder sozusagen verbunden und konfiguriert. Das heißt, ich habe auch da keine Verbindung zur Cloud. Das war auch so eine Anforderung an mich selber, ich will nichts in der Cloud laufen haben. Einfach aus, ja, keine Ahnung, ist halt so. Und das funktioniert ganz gut. Also in SoundMinder definiert man diese Bereiche des Bildes, wo Motion Detection passieren soll oder nicht und so weiter und so fort. Man kann jetzt auch sagen, man will mit einer Kamera nur streamen oder permanent aufzeichnen. Nur das Problem ist, SoundMinder kennt keine Zeitschaltung, keine Zeitsteuerung. Ich kann zwar jetzt sagen, bitte mach das jetzt so, und in 10 Minuten kann ich wieder sagen, bitte mach das jetzt so, wenn ich es ändern will. Und das ist das, wo dann die FEM-Integration perfekt dazu passt, weil FEM kümmert sich eben genau um dieses Zeitsteuern oder Steuern auf Basis von Events und so weiter. Genau, also wenn das interessiert, SoundMinder ist auf jeden Fall mal ein Blick wert.
und dann ja, Fernsehen, die Handy-App, den Screenshot habe ich vorher schon gezeigt, das ist halt Kodi. Ein paar Details dazu noch. TV Headend ist auch so API first, also die haben eine ziemlich gute API. Allerdings, also das ist die Software zum Fernsehen, ich glaube, das habe ich jetzt verschluckt. Die API ist zwar leider sehr schlecht dokumentiert, aber es gibt sehr gute Implementierungen, die ja funktionieren. Also wer wirklich wissen will, was geht oder nicht, der schaut sich halt einfach dieses Kodi-Plugin an und dann weiß man das alles. Hat normalerweise eine Web-UI fürs Konfigurieren, Android, iOS, Kodi gibt es alles. Früher habe ich MyTV gehabt. Falls es mir anschauen will, ist etwas aus der Mode gekommen, wird über ein fettes GTK-Interface konfiguriert und ja. Sehr schwerfällig, ist ständig angestürzt. War nicht so gut. Mobile App, Kodi-Plugin, genau, haben wir ja vorher schon gesehen. Also ich kann wirklich, wenn ich will, am Tablet fernsehen, ich kann am Handy fernsehen, ich kann jetzt da über 4G mir den TV-Stream anschauen. Wenn ich auf Dienstreise bin, kann ich mir trotzdem den Livestream, den ich auf ORF.at nicht kriege, weil ich im Ausland bin, so trotzdem anschauen zum Beispiel. So, am Ende habe ich ja schon gesagt, passt eigentlich für alle Kameras ganz gut, ist eine Open Source, kostet nichts, hat eine ziemlich durchschnittliche API, aber es hat eine API. Und wenn das wer machen will, aber von Soundminder nicht so viel hält, es gäbe da die Alternative, das ist Synology Surveillance. Zur API, also ganz oben, wenn man schaut, man sieht, ich habe da einen Text eingeblendet, Front Door Closed, Garage Closed, die Temperatur und die Uhrzeit. Das mache ich zum Beispiel über die API. Also wenn FEM ein Event kriegt, dass die Haustür aufgeht, dann ändert sich oben der Text Front Door Opened. Oder die Garage, die sieht man jetzt nicht, da ist da noch die Stufen drauf. Ich sehe zwar die Garage nicht und die Haustür nicht, aber da oben schreibt man hin, ob die gerade offen oder zu sind. Das ist einfach eine irrsinnig nette Spielerei. Also das ist nichts, was Soundminder für sich selber machen würde. Da schickt FEM die Events von den Türkontakten an Soundminder. Welche Use Cases habe ich sonst noch? Also in Fernseher oder WLAN, hoppala, schalte ich aus. Entschuldigung. In Fernseher oder das WLAN schalte ich aus, wenn ich es nicht benutze. Wenn ich ins Bett gehe, tippe auf den Touchscreen, WLAN aus, Fernseher aus, alles aus. Handtuch trocknen im Bad, hat genauso eine Steckdose. Wenn die Waschmaschine fertig ist, dann schickt es eine Nachricht aufs Handy. Funktioniert so, es gibt so auch wiederum so Zwischensteckdosen, die den Stromverbrauch messen. Ich habe mir das einmal angeschaut, wie die Waschmaschine, was da das Stromverbrauchspattern ist. Und ich habe festgestellt, dass die Waschmaschine nie länger als 2 Minuten stillsteht. Ergo, sobald die Waschmaschine 2 Minuten keinen Strom verbraucht hat, schicke ich eine Nachricht aufs Handy, dass die Waschmaschine fertig ist. Das Coole ist, piepsen tut es erst nach 2,5 Minuten. Das heißt, wenn man gleich losgeht, wenn das Handy piepst, dann dauert es nur 30 Sekunden, bis die Waschmaschine zum Piepsen anfängt. Und wenn die Kinder die Musik wieder mal zu laut haben, habe ich natürlich, habt ihr gesehen, den Lautstärkeregler am Touchscreen. Das geht aber auch über das Handy, das ist jetzt nicht so eine Tragik. So, ich mache jetzt irrsinnig viel Lobbying für FHEM, also FEM und für Smart Home. Immer wenn man Lobbying betreibt, muss man sich irgendwann die Frage gefallen lassen, wo war meine Leistung? Ich habe für Soundminder zum Beispiel, für die IP-Cam, die ich mir vom Hof verkauft habe, diese Konfiguration, dass ich die Kamera auch steuern kann, also da geht es nicht nur darum, dass ich den IP-Stream von irgendwo brauche, sondern auch, dass ich Command-Controls an die Kamera schicken will, habe ich an Soundminder contributed. Das heißt, wenn ihr euch jetzt das Changelog vom aktuellen Soundminder-Release anschaut, dann findet ihr da meinen Change. Der Hintergedanke war ein sehr nicht selbstloser. Ich weiß nicht, wie oft mir das ganze Zeug im Laufe der 10 Jahre abgeraucht ist. Und das Mühsamste ist, sie die Sachen alle wieder zusammensuchen. Man hat zwar Backups und so weiter und so fort, aber es gibt nichts Mühsameres, als festzustellen, dass das Backup doch nicht so aktuell ist und so weiter. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, das, was man da selber dazu konfiguriert, das mache ich einfach offiziellen Bestandteil dieser Software, die ich nutze. Das heißt, jeder, der sich heute Soundminder installiert und diese Hofer Webcam hat, der kann da einfach die Kamera auswählen und er hat es. FEM Contribution habe ich auch gemacht, und zwar diese Integration zwischen FEM und Soundminder, das Modul habe ich geschrieben. Das ist eine irrsinnige Gaudi, wenn man sich die Forenbeiträge liest. Das hat irgendwo 2013 angefangen, wo die Leute gefragt haben, wie kann ich Soundminder mit FEM integrieren und so. Und als wordbester Programmierer natürlich, wenn man genau weiß, wo die richtige Schnittstelle anzusetzen ist, dann ist das ein Spaß. Ich habe mir aber nie die Zeit genommen, dass ich mich mit FEM-Modulentwicklung wirklich beschäftige. Es war schließlich Perl. Ja. Und
Habe mich aber dann doch einmal hingesetzt und habe mir gedacht, das mache ich jetzt. Und dann habe ich es gemacht und ist offizieller Bestandteil der Open Source Software. Die UVR 16X2, das ist meine Heizungssteuerung für die Solaranlage. Auch wieder irrsinnig witzig, die Leute pushen da um Atom. Die hat ein Webinterface, diese Heizungssteuerung. Die haben HTML-Scraper geschrieben, wie sie sich das Webinterface auslesen können, damit sie die Werte, ob das jetzt ein oder aus ist und was da die Temperatur ist, die da reinkommt. Und ich bin einmal auf die Hersteller-Homepage gegangen und habe da gesehen, aha, JSON-API lässig. Das ist jetzt gerade noch im Test, also da sind jetzt zwei, drei Leute im Forum, die das gerade ausprobieren. Und das macht einfach irrsinnig Spaß, weil irrsinnig viel Feedback von den Leuten kommt, die das dann ausprobieren. Und wenn man irgendwie, also mir gibt es immer was, wenn man sieht, dass der Code, den man da schreibt und die Use Cases, die man selber hat, andere Leute auch haben. Also das hat was. Was habe ich noch geleistet? Ich halte gerade einen Vortrag drüber, Sharing is Caring. Finde ich auch wichtig, weil alles, was ihr jetzt vielleicht für diese Sachen, die ich benutze, baut, die kommen nämlich auch mir zugute. Lessons learned. Allein bist wirklich eine arme Sau, deswegen diese Contributions zur Open-Source-Gemeinde. Wenn du was nimmst, was andere schon benutzen, dann hilfst du wirklich nur selber. Also diese, ich weiß, es ist eine irrsinnige Herausforderung, so technische Probleme zu lösen, aber man muss nicht man muss nicht für jede Lösung erst ein Problem finden. Ich glaube, es ist sinnvoller, irgendwo mitzuarbeiten und dort einfach die Lücken zu füllen, die es halt in diesen Projekten noch gibt. Ja, man soll nicht glauben, dass man cleverer ist als der Rest der Welt. Dann, meine Frau ist mein Real-Life-Use-Case, also sagen wir mal, nicht technikaffiner Lebensabschnittspartner. Die Sache ist die, diese nicht technikaffinen Lebensabschnittspartner, / Mitbewohner, die glauben immer nur, dass sie der ganze technische Firlefanz nicht interessiert. Facebook und WhatsApp haben es aber trotzdem. Ja. Und das stimmt nämlich gar nicht. Sie interessieren sich nicht für die Technik, aber für die Use Cases. Und das ist auch das, was ich im Laufe dieser 10 Jahre gelernt habe. Nicht so sehr drauf schauen, jetzt jedes technische Problem lösen zu müssen auf die individuellste Art und Weise, die es nur gibt, sondern sich überlegen, was will ich eigentlich erreichen und dann eine Lösung dafür finden. Und da ist dann super, wenn man von der Community Feedback kriegt, aus einem Framework, das schon zigtausende User hat, eine Userbase hat. Weil was ich will, ist ja, dass mein Smart Home funktioniert. Und wenn ich jetzt mit meiner eigenen Automatisierungslösung, mit meinem eigenen Framework anfange, dann muss ich das erst einmal etablieren, bevor ich überhaupt einmal an den Kern der Sache komme. Und Let's Encrypt ist echt super. Also wer es noch nicht ausprobiert hat und wer es noch nicht verwendet hat, ich habe am Anfang mit einem selbst signierten Zertifikat gearbeitet. So. Safari merkt sich keine Passwörter, wenn man ein selbst signiertes Zertifikat hat. Man hat immer diese Meldungen. Es ist überhaupt nicht, es funktioniert nicht. Und Let's Encrypt funktioniert wirklich super. Also wer das braucht, macht das. So, ich habe aber auch noch Pläne, auch wenn ich so alt bin wie Joscha. In Amerika gibt es zum Beispiel WLAN-Router von Google. Und was die können, ist, dass man per Handy-App jetzt sagen kann, diese MAC-Adresse darf jetzt und diese MAC-Adresse darf jetzt nicht mehr. Das heißt, das Handy der Kinder, die Handys der Kinder, dürfen zum Beispiel zur Hausübungszeit nicht ins WLAN. Und wenn sie dann mit der Hausübung fertig sind, dann können sie einen Papa anrufen und sagen, Papa, darf ich ins WLAN? Dann nimmt man seine Handy-App, drückt auf den Knopf und die Freigabe erfolgt. Ist nicht schwierig, man muss sich nur halt einmal die API von den WLAN-Router anschauen und ja, FEM ist da halt einfach auch die perfekte Basis, dass ich genau diese API-Calls absetze. Das möchte ich mir gerne anschauen. Ich habe einen Smart Meter, einen Smart Meter und mein Netzbetreiber, also nicht mein Stromanbieter, sondern mein Netzbetreiber ist Linz Stromnetz. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch auch das hat. Ja. So, jetzt sage ich euch einmal was. Einer, der nur über Perl schimpft, ja. Also der Nächste, den er erwischt, der irgendwas mit JSF oder irgend sowas baut. Das ist nämlich eine richtige Katastrophe. Also dieses Portal, wo man sich da die Stromverbrauchswerte runterladen kann, die sind in JSF gebaut.
und da kann man sich durchklicken. Ich habe das alles mit Phantom.js nachgebaut. Man kann sich durchklicken, bis man endlich auf dem Tag ist, den man haben will. Und wenn man dann auf den Download-Link klickt, gibt man das jetzt bitte als CSV. Dann passiert nichts. Es funktioniert nicht. Jetzt habe ich dann schon, wo dieser Download-Link ist, sind die ganzen Verbrauchsdaten dann auch in einer HTML-Table drin. Jetzt habe ich, obwohl ich das Zeug per CSV mir runterladen konnte, die HTML-Table scrapen müssen. Ja? Dann, meine Solaranlage ist von der Solaria, da, also meine Steuerung ist die UVR, habe ich eh schon gesagt. Ein Nachbar von mir hat aber die Vesuv und der Arbeitskollege hat die Vulkan. Es ist so einfach in FEM da serielle Protokolle anzubinden. Die Protokollbeschreibungen kriegt man voll oft von den Herstellern. Die Modulgrundgerüste sind sehr einfach zu implementieren. Man muss einfach diese Nachrichten zlegen und ja, das war auch was ich noch auf dem Plan hätte. Ich würde auch gerne meinen dicken, fetten Server, der die Kamera und die Tunerkarten drin hat, über Nacht runterfahren. Es kann aber sein, dass ich am 3 in der Früh Aufnahme programmiert habe, dann soll ich nicht runterfahren. Das heißt, da möchte ich auch über FEM einfach den Aufnahmeschedule-Status mir holen und wissen, der Server soll halt dann nicht selber runterfahren, sondern ich möchte ihn halt ferngesteuert runterfahren. Und letzter Punkt, vorletzter. Ich habe einen IKE-Fingerprint, der über RS-485, also der hat eine RS-485-Schnittstelle und wenn man da googelt, findet man auch schon diverse Decompilings oder Reverse-Engineerings von die Protokolle. Das war auch spannend, weil dann weiß ich halt nicht nur Relais 1, 2, 3, sondern auch, wer war das zum Beispiel und so. So, das war's jetzt. Ich habe wahrscheinlich voll überzogen, es tut mir voll leid. Ich höre mich selber so gern reden. Ich hätte auch viel mehr über mich reden können übrigens. Wer Interesse hat, da FIM sich ein bisschen anzuschauen, ihr müsst da jetzt nicht Hardware kaufen, sondern es gibt, ich bin mir sicher, jeder von euch hat mindestens ein Gerät daheim, das er sofort da integrieren könnte. Ein Fernseher, ein Radio, ein Kodi hat sowieso jeder. Drucker bei Drohnenfüllstand auslesen zum Beispiel. Rosenmäher-Roboter, Fritzbox, also alle diese Dinge haben Module für FEM. Wer sich das anschauen will, schaut mal rein, ins Forum oder ins Wiki und das war's, danke. Sicher, Telegram. Nein. Genau, Chatbot, Alexa, habe ich nichts. Nein. Aber wäre möglich, gibt es auch FEM-Modul. Genau. Von Apple gibt es HomeKit, von Google gibt es auch was. Es gibt ein Modul, das heißt Homebridge zum Beispiel. Ich habe mir es aber noch nicht angeschaut. Bitte. Bestimmt nicht. Also sicherheitsrelevante Aspekte beim Selbstbau der Rollladenaktoren. Nicht ganz. Ja, also ich habe eigene Unterputzkästen gehabt, wo das drin war. Ich habe ein paar Mal richtig satt in Soft gegriffen. Also war sicherheitsrelevante Katastrophen. Nein, im Prinzip, es war ja, also die Unterputzdosen ist ja Plastik. Also es war vielleicht im Nachhinein gesehen ein bisschen leichtsinnig. Da war zuerst noch eine, ja. Ob meine Kinder mobiles Internet am Handy haben, meine Kinder sind noch zu jung. Sie dürfen halt am Tablet. Achso, weil ich dann ein Backdoor bei meinem System habe. Ja. Danke, guter Punkt, ein paar Jahre habe ich noch. Bitte. Wie kriege ich am Kodi die Sender einer? Es gibt im Kodi seit Version 17, glaube ich, Live-TV-Plugins und eines davon gibt es für TV-Headend. Das heißt, man konfiguriert da einfach die Server-IP, Username, Passwort und dann hat man im Hauptmenü, wo es Videos, Musik und so weiter gibt, einen zusätzlichen Punkt TV und dort hat man dann alle Sender in der Liste. Und man sieht die Aufnahmepläne und so weiter und so fort. Bitte? Nein, für das zahle ich nichts, aber ich muss halt wo einen Server laufen haben, der tatsächlich die Tunerkarten drinnen hat. Also ich brauche dieses TV-Headend. Um die GIS-Gebühr wird man wahrscheinlich nicht rundherum kommen. Du kannst aber zum Beispiel IPTV-Streams in TV-Headend einrichten und dann den ORF-Livestream sozusagen auf deinen Server zu Hause streamen. Und von dort aus auf dein mobiles Gerät weiter streamen, falls du zum Beispiel im Ausland einmal wärst.
Okay, ja. Ehrlich gesagt, schaue ich jetzt mehr Netflix. Ja. Open Hub habe ich mir auch mal angeschaut, genau, super Punkt, wollte ich auch noch was dazu sagen. Beruflich mache ich Java, ich mache seit 15 Jahren Java. Das hat mir noch nie eine Programmiersprache so viel Spaß gemacht wie Java, also Open Hub ist eine Java-Lösung. Wenn ich mir aber anschaue, dass ich in Perl nur genau diese Framework-Methoden implementieren muss und ich bin fertig, und in Java habe ich einfach diesen riesen Overhead, und ich glaube, Open Hub macht auch noch OSGI, glaube ich, oder so, bin mir gerade nicht sicher. Ja, da nickt wer. Also da, das OSGI schlägt halt für mich persönlich so ein bisschen in die GSF-Richtung. Also das ist einfach was, das man nicht mehr wollen will. Mhm. Open Hub hat sehr viele Module, da hast recht, aber du musst, ich habe es nie verglichen. Also für mich ist das, ich verbinde mich per SSH auf meinen Server, ich schreibe meine Module im VI. Also das geht einfach so schnell, also ich kann mich wirklich ein, fünf Minuten hinsitzen und das machen, und ich muss nicht eine IDE hochziehen, und ich habe zum Entwickeln einfach einen FEM-Server, der null Module drinnen hat. Das heißt, den starte ich nicht, das ist in 5 Sekunden durch. Also diese Leichtigkeit, ich würde jetzt kein Business-Backend in Perl implementieren, aber für diesen Use-Case ist das einfach meiner Meinung nach genau das Richtige. Sonst noch Fragen? Sonst gerne auch nachher in der Pause. Ich mich hat jetzt gar nicht zu euch stillen. Danke. So, Dalle, es hat sich ein bisschen was getan in der Zwischenzeit. Der Karl kommt nämlich nicht und kann seinen Vortrag nicht machen. Die Frage ist, der Johannes, ist der da? Ja, sehr gut. Kannst du gleich machen, deinen Vortrag? Das passt perfekt. Der Vorschlag wäre nämlich dann, wir machen einfach in Johannes seinen Vortrag, anschließend die Community News und dann entweder Open End Pause, oder es findet sich nur wer kurz, der spontan einfach eine Viertelstunde über ein spannendes Thema ohne Folie und sonstiges Vorbereitung reden möchte. Also, falls wer Interesse hätte und kurz spontan Präsentation machen möchte, einfach kurz zu mir herkommen. In der Zwischenzeit. Genau. Genau. Also wir haben früher ganz angefangen haben wir mit solchen Vorträgen, beziehungsweise wir haben einmal, wie waren das, die Folien, wo man einfach nur irgendwelche Folien PowerPoint-Karaoke. Könnte man auch noch machen. Also falls sie wer bereit erklärt und sowas machen möchte, würden wir uns auch freuen. Buchvorstellung oder einfach nur sagen, hey, gute 5 Minuten, ich zeige euch das und das jetzt. Also wie gesagt, einfach kurz herkommen und wir schauen uns in der Zwischenzeit einmal in Johannes seinen Vortrag an, und ihr könnt es euch bis dahin ja noch überlegen. So, nachdem Sie alle jetzt schon wieder sehr gestärkt sind durch die kleine Pause, die wir jetzt gehabt haben, herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Geht ein wenig um Accessibility heute. Steht oben Accessibility Tests, das kommt natürlich auch vor. Aber ich möchte euch generell ein bisschen Einführung, Überblick. Warum ist Accessibility wichtig? Stichwort hat sicher schon einmal jeder von euch gehört, aber eben vielleicht frischen wir es heute wieder ein wenig auf und schauen Sie auch, warum das wichtig ist. So, mit wem habt ihr es denn heute überhaupt zu tun? Ich heiße Johannes Waselmeier, ich studiere derzeit nur Informatik an der Kepler-Uni drüben, wie wahrscheinlich viele von euch kennen den Kepler-Uni-Campus. Ich habe die letzten Monate für Dynatrace sozusagen ein wenig mehr Bug-Thesis entwickelt. Um was ist es gegangen? Wir haben sie angeschaut. Dynatrace hat gesagt, Accessibility ist für uns ein wichtiges Thema. Ich habe mir angeschaut, was ist schon da, was können wir noch machen, was können wir verbessern, wie können wir eine Strategie entwickeln. Und das Ganze habe ich eben gemacht, weil es auf der Kepler-Uni ein Institut gibt, das heißt Integriert Studieren. Die machen da sehr viel Forschung draus. Und für mich selber ist Accessibility auch ein Herzensanliegen. Ich gehöre selber zu den Leuten, die es sehr schlecht sehen. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr eure Sachen barrierefrei macht. Um was wird es jetzt ungefähr gehen? Wir werden es jetzt einmal anschauen. Was ist die Motivation dahinter? Warum brauchen wir Accessibility? Ist es ein nice to have? Ist es ein must have? Werden wir sie anschauen. Dann natürlich, wie der Titel schon sagt, Accessibility Tests. Wie testen wir es? Wie können wir es? Wie können wir es evaluieren? Wie können wir es testen? Was kommt raus? Und natürlich am Schluss werden wir sie auch noch kurz anschauen. Habe ich wegen ein Praxisbeispiel. Wie testet man was? Was findet man für Fehler? Wie geht man damit um? Es ist ja nicht alles so klar. Ja, Motivation, wie Sie vielleicht wisst, Statistiken,
egal wo man jetzt welchen Partner von der Gesellschaft nimmt, ob man es auf Europa beschränkt, auf Österreich oder weltweit, man sagt, dass ca. 15-20% der Bevölkerung haben irgendeine Form von Behinderung. Sei es dauerhaft, sprich durch einen Unfall, von Geburt, was auch immer, oder auch vorübergehend. Typisches Beispiel, wir sind jetzt Herbst, jetzt geht bald die Skisaison wieder los. Wie viele kommen vom Skiurlaub zurück? Kommen vor allem mit Gips am Arm oder am Bein oder sonst wo? Zählt da dann auch ein bisschen dazu. Ja? Dann natürlich wichtig, das Ganze hat auch eine gesetzliche Relevanz. Also das ist jetzt wirklich, Accessibility ist jetzt nichts, was sagt, naja, das ist jetzt gut, wenn wir es machen, damit können wir es besser verkaufen, wenn wir es nicht machen, ist es auch wurscht. So ist es natürlich nicht. Also wir haben da schon, im Prinzip gerade in Amerika ist es sehr streng, da haben wir die Section 508. Das ist ein Art Standard, der einfach besagt, dass wenn zum Beispiel eine öffentliche Stelle oder eine der öffentlich nahen Stellen etwas anbietet, eine Website, ein Webservice, was auch immer, auf elektronischen Wege, dann muss das accessible sein. Das ist in der Section 508 so definiert. Und wir in der EU oder speziell in Österreich haben dann die Web Accessibility Direktive, Directive. Um was geht es da? Ihr seid als Unternehmen, habt ihr jetzt keinen Gesetzestext, wo steht, ihr müsst jetzt diese Norm, diesen Standard oder sonst was zu 100% erfüllen. Aber was euch sehr wohl betrifft, ist das sogenannte Behindertengleichstellungsgesetz, wo einfach drinnen steht, dass wenn ihr als Unternehmen öffentlich etwas anbietet, eine Website, ein Webshop, eine Mobile-App, was auch immer auf elektronischen Wege, dann muss das für alle Menschen gleichwertig benutzbar sein. Was natürlich im Umkehrschluss heißt, ihr seid dafür verantwortlich, dass das Ganze Accessibility erfüllt, weil sonst würdet ihr Leute ausgrenzen. Und das ist grundsätzlich einklagbar. Unterschätzt das nicht. In Amerika ist es wirklich so, da gibt es schon Klagen. Auch an bekannten österreichischen großen Firmen haben mittlerweile in Amerika Prozesse laufen. Ich nenne jetzt bewusst einmal keinen Namen, aber man findet es sicher im Netz. So, das Ganze hat sich aber auch nicht irgendwer ausgedacht. Da gibt es jetzt nicht einmal einen wissenschaftlichen Artikel, wo man die Guidelines findet, sondern wir reden da grundsätzlich von einem ISO-Standard. Ja? Und zwar ein ISO-Standard, die Nummer habt ihr jetzt da oben stehen. Ich weiß noch nicht auswendig, 9241 aus 2008. Nennen Sie Ergonomics of Human System Interaction, Part 171, Guidance on Software Accessibility. Also das Ganze ist ja standardisiert. Das könnt ihr nachlesen, kann ja jeder nachprüfen. Aber die Guidelines, die schauen wir sich natürlich jetzt eh nur ein wenig spezielleren an. Wichtig für heute, ich werde natürlich heute viel über das bekannte Thema Web Accessibility sprechen. Trotzdem ist es wichtig, diese Richtlinien und alles und auch die Prinzipien, die ich heute vorstelle, die könnt ihr auf alles andere anwenden. Ob das jetzt eine Standard Windows Application war, wie man es vor einigen Jahren noch standardmäßig gehabt hat, ob das euch eine mobile App ist, euch eine mobile Website, der Webshop, was auch immer. Diese Guidelines, die sind universell einsetzbar und auch entsprechend übertragbar. Also, was ist eigentlich Accessibility? Wie wir schon gesagt haben, das ist nicht was, da kümmern wir uns jetzt zwei Monate drum, dann ziehen wir einen Schlussstrich drunter, dann sind wir accessible. So läuft es leider nicht. Aber wie schon gesagt, es ist, wie ich es auch da beschrieben habe, eine fundamentale Sache im System. Ihr müsst es ständig berücksichtigen. Ja? Es ist natürlich auch eine kulturelle Geschichte. Denke ich Accessibility immer mit, wenn ich irgendeine neue Funktion oder was entwickle. Ja? Denke ich mit, ah, ist das eh benutzbar, wenn ich schlecht sehe, meine Hand vielleicht nicht so gut bewegen kann, nicht mit dem Keyboard irgendwas bedienen kann. Müsst ihr auf jeden Fall mitdenken. Ja? Dann, und ganz wichtig, gilt für viele hier im Raum, es ist kein reines Thema, was nur die UI-Designer betrifft. Ja? Das ist vielleicht etwas, das hält sich so ein bisschen, ja, da geht es eh nicht darum, dass der Button einen Text hat und dass die Farbe halbwegs passt. Ah, UI-Abteilung, passt schon, hab nichts damit zu tun. Leute, so ist es aber nicht. Ja? Es betrifft alle Parts im Entwicklerteam. Ja? Weil sobald ihr irgendwas designt, sei es auch nur, dass ihr sagt, okay, welche Eingabeparameter kriegt mein Backend, ist das auch schon eine Usability-Frage teilweise oder überhaupt allgemein User Experience. Und the new normal, was ist damit gemeint, heißt so viel wie, man denkt jetzt einfach mit, es soll einfach kein Thema mehr sein, dass man sagt, man macht das separat irgendwie nur eine Möglichkeit, dass das Menschen mit Behinderungen auch benutzen können, sondern das soll einfach normal sein. Das ist eh klar.
Und vor allem Accessibility hilft alle was. Ihr wisst es selber, ist eine Webpage entsprechend responsive designed, haben wir alle was davon am Smartphone. Beziehungsweise, wenn es mal semantisch gut strukturiert ist, wissen wir auch, können wir es maschinell recht leicht auslesen. Gefällt uns alle auch ganz gut, können wir es automatisiert verarbeiten. Also, die Core-Message, um was geht es da? Es geht nicht einfach nur darum, dass ich da irgendwas habe und sage, ja, das Ding da, so wie es kleine Kinder sagen, sondern es sind immer drei Hauptfragen. Was, wie heißt das Ding? Was tut es? Und wie, was tut es? Was hat es für Rolle? Und wie bediene ich es? Wie schon gesagt, da gibt es jetzt dann diese WCAG-Richtlinien. Ich mache jetzt kurz einmal eine Umfrage. Wem sagt das Kürzel WCAG was? Wer hat das schon gehört hier im Raum? Ja, ein paar Hände sehe ich nach oben gehen, aber es ist eher eine Minderheit. Gut, dann werden wir uns das nämlich auch noch ein bisschen anschauen. Und wichtig, wie ich vorher schon gesagt habe, das Ganze, es geht einfach darum, alles, was irgendwie textuell und semantisch strukturiert darstellen kann, ist auch gleichzeitig accessible. So, Accessibility Guidelines. Was gibt es da jetzt? Was gibt es für Normen? Was gibt es für Standards? Die Hauptstandards sind die sogenannten WCAG, Web Content Accessibility Guidelines. Die werden auch vom W3C, vom World Wide Web Consortium, grundsätzlich herausgegeben. Und das ist so, sage ich mal, der Oberbau oder das Wichtigste. Das können wir wirklich auf alle Bereiche anwenden, egal ob es, wie schon gesagt, meine berühmte Webseite ist oder die Mobile App oder was auch immer. Da gibt es dann auch drei Levels. Da gibt es das Level 1, 2 und 3. Die werden abgekürzt jeweils mit den Buchstaben A, nämlich 1A, 2As oder 3As. Das hat dann einfach ein wenig, sage ich mal, das beeinflusst dann einfach, wie gut habe ich es umgesetzt. Ist es nicht in der Basis umgesetzt, habe ich es gut umgesetzt oder habe ich es unter Anführungszeichen voll accessible gemacht? Sowas wie, definieren wir es, eine wirklich messbare 100% Accessibility, das ist eh ein Ziel, was man faktisch so nicht wirklich erreicht. Man wird sie wirklich auf ein Level im Prinzip festlegen. Meistens ist es das Level 2, nämlich EE. Das ist ja das, was die meisten, sage ich mal, öffentlichen Stellen auch so fordern oder was zum Beispiel in den USA, die Section 508, was ich euch vorher schon erwähnt habe, die definiert die Standards genau so. Die nehmen die WCAG-Standards her, die 2.0 oder 2.1, wie es mittlerweile ist, und sagen halt im Prinzip, wir nach Level 2 muss das standardisiert sein, dann ist es für uns alles accessible, unter Anführungszeichen. Ja. Und WCAG ist hauptsächlich einmal geschrieben worden in Zeiten, wo, sage ich mal, mit dem dynamischen Web noch nicht so viel am Hut war, wie man nur mit Standard-HTML viel gearbeitet hat. Wie ist das jetzt natürlich? Da haben wir jetzt steht eben sogenannten WIARIA-Richtlinien, das sind die Accessible Rich Internet Applications-Richtlinien. Da geht es vor allem darum, wenn ihr natürlich, das ist jetzt eh seit ein paar Jahren Standard, da, wenn ihr einfach daran denkt, klassisches Beispiel, ihr habt einen Suchbutton auf der Webseite, der ist markiert mit einer Lupe und der ist aber semantisch nicht ausgewiesen, dass es ein, sage ich mal, Suchbutton ist. Wenn ich da jetzt rein textuelles analysiere, sehe ich da wahrscheinlich Image.src, Search JPEG oder was auch immer, aber ich muss dem auch dann die Rolle geben, dass das sozusagen ein Search-Button ist. Stellt euch vor, ich bin jetzt ein blinder User, ich habe nicht einmal Sprachausgabe, vielleicht nur mal Braillezeile, ich nehme mir den Button so nicht wahr, ich nehme den nicht textuell wahr. Da ist es eben wichtig, dass ich bei eigenen Controls, die ich halt selber schreibe, wie wir es eben heutzutage haben unter Angular, React oder sonst wo, dass ich dem einfach alles mitgebe und dem auch definiere und sage, der tut das. Ja, die vier Prinzipien, die was auch in der WCAG ein wenig definiert sind, die könnt ihr euch auf jeden Fall merken. Precisable, also wahrnehmbar, operable, understandable und robust. Das sind so die vier Designprinzipien, die, wenn man etwas accessible designen will, im Prinzip berücksichtigen soll. Und unter diesen vier Prinzipien ist ja dann die ganze WCAG ein bisschen aufgebaut. Da gibt es dann die verschiedensten Richtlinien, vom Color Contrast über den Alttext, über Long Description, bis hin, dass eine Seite, eine App, was auch immer, rein nur mit einer Tastatur zum Beispiel genauso bedienbar sein soll. So, jetzt kommen wir schon ein bisschen zum Thema, wie teste ich Accessibility, wie kann ich denn das sicherstellen? Also, da gibt es grundsätzlich vier Vorgangsweisen. Das eine ist quick and easy, da zeige ich euch nachher an der Checkliste mit 12 Punkten. Die könnt ihr einfach selber, sage ich mal, händisch durchtesten, relativ einfach. Teilweise auch nehmen wir sie einfach im
Seitenaufbau sehr schnell anschaut. Das zweite ist ein wenig Tool-Based Automated Testing, ein großes Thema. Geht natürlich in die Richtung, wir wollen möglichst automatisch testen. Wir sind im agilen Entwicklungsprozess drin, wir haben unsere Acceptance-Tests. Können wir da nicht auch was machen, dass Accessibility auch zu einem gewissen Teil mitgetestet wird? Vorweg, es geht, wir kriegen einen gewissen Prozentsatz hin, aber natürlich nicht 100% zufriedenstellend. Aber grundsätzlich, eine grundsätzliche Accessibility abtesten, ob im Code die Labels definiert sind und so weiter, das können wir zum Teil heutzutage schon automatisch machen, kein Problem. Dann AT-Based Testing. AT heißt Accessible Technology Based Testing. Ich nehme mal einen, sage ich mal, frei verfügbaren Screenreader her. Werde euch nachher noch Tools erwähnen, die das können. Und drehe mal wirklich den Bildschirm ab und gehe einfach einmal meine Seiten, meine App, was auch immer durch. Lass mir das wirklich vorlesen und überlege, verstehe ich das, was ich da programmiert und geschrieben habe. Und am Schluss natürlich Manual Testing, das ist eh klar. Ich schaue mir den HTML-Code selber an, schaue mir das Element an, sage, ja, da ist alles definiert, was ich habe. Auch die Farbe passt auch ganz gut. Schauen wir das natürlich manuell an. Unten noch ist Empfehlung, natürlich in der anderen Farbe geschrieben. Quick und Easy und Tools in Parallel. Das eine ersetzt nicht das andere. Man kann schon parallel testen. Und man sagt, ein Drittel Tool, ein Drittel vielleicht mit einem Screenreader. Und ein Drittel dann die manuelle Code-Inspektion. Das sind so die Empfehlungen, die ich einfach auf dem Weg gerne mal mitgib. So, jetzt sind wir bei dem Punkt Quick and Easy. Was heißt das natürlich? Also da haben wir jetzt eine Checkliste von 12 Punkten, schauen wir sie jetzt ein wenig durch. Also Page-Titles, zum Beispiel das Existieren. Nichts Ärgerlicheres, als wie ich habe einen Screenreader, ich gehe zum Beispiel auf eine Webseite, gebe zwar die Adresse ein, und dann wird mir nicht einmal vorgelesen, was das für Seite ist oder um was es da geht. Wie schon gesagt, das, was in Gelb steht, sind so ein bisschen die Hints ein bisschen für die Entwicklung, was man berücksichtigen muss. Eben descriptive, unique, konsequent, wir wissen es eh, was es ist. Es ist viel Hausverstand eigentlich. Headings, used and not misused, Hierarchie. Was ist wichtig? Wenn sie ein H1 definiert, dann ist die nächste Überschrift, die was kommt, entweder wieder eine H1 oder eine H2. Nicht H1, H3. Habe ich immer wieder im Seitenaufbau schon gesehen. Man nimmt gern fürs Design, der Header 3, den habe ich mir schon vom Design her so implementiert, den tue ich jetzt gleich rein. Ist eigentlich kein logischer Aufbau im engeren Sinne. Kann man auf jeden Fall designtechnisch sehr vermeiden. Images, da ist es eh klar. Bilder, da ist es euch wahrscheinlich am ehesten bewusst, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Bilder, die brauchen einen alternativen Text, die sollen ein wenig beschreiben, was ist auf dem Bild zu sehen. Oder kein Text, wenn es einfach keine Aussagekraft hat. Wenn das Firmenlogo ist, dann wird sie keinen alternativen Text hineinschreiben, weil da wird wahrscheinlich daneben der Firmenname entsprechend auch drinnen stehen. Ganz ein großer Punkt, Color Contrast, ja, und überhaupt die ganze Farbwahrnehmung. Ist ein sehr wichtiges Thema, werden wir sie im Praxisbeispiel dann auch noch anschauen. Was ist definiert? Definiert bei den Richtlinien ist ein sogenanntes Kontrastverhältnis, das kann man eben ausmessen. Da gibt es dann einen gewissen Faktor, der gegeben sein soll. Aber es sind auch andere Sachen, wenn ihr zum Beispiel denkt, es ist zum Beispiel wichtig, wenn ihr sagt, ihr habt ein Diagramm, ein Großteil, vielleicht sind einige im Raum, haben vielleicht eine Rot-Grün-Schwäche, ist eine Krankheit, die sehr oft vorkommt. Ja? Das heißt zum Beispiel ein Diagramm nicht rot und grün bei Balken direkt nebeneinander dort. Die Leute tun sich schwer, dass das dann auseinanderhalten. Ja? Sind auch solche Sachen natürlich wichtig. Genau, dann zum Beispiel 6. Zoom Low Vision. Kann ich mal die Seite halbwegs vergrößern? Probiert mal das, am Laptop zum Beispiel mal eure Webseite, euren Webshop einmal 200% reinzoomt. Schaut das nur halbwegs was gleich, kriege ich nur die Infos oder haut mal das Layout komplett zusammen. Wird normalerweise bei einem responsive Layout eh nicht passieren, die sind eh entsprechend drauf ein wenig bedacht. Aber bedenkt das auch ein bisschen. Video, Audio, sowieso ein eigener Punkt, da war es einfach wichtig, wenn zum Beispiel Video abgespielt wird. Ihr kennt das mittlerweile von YouTube, man kann sich unten die Subtitles einblenden lassen. War ein wichtiger Punkt, dass zum Beispiel die Audiospur vielleicht irgendwie auch textuell verfügbar ist oder für euch durchaus Vorteile. Stellt euch vor, ihr sitzt gerade im Büro mit euch eine 5-6 Kollegen oder wie groß das eigene Büro ist. Ihr habt gerade kein Headset nicht da, wollt euch aber weiß ich nicht geschwind auf der Online-Plattform das Video anschauen, weil da wird was erklärt. Dann ist es cool, wenn ihr den Ton ausschalten könnt und habt unten dann die entsprechenden Subtitles und könnt im Prinzip mitlesen. Seht, habt wieder alle was davon. Ja, Keyboard und Reading Order. Um was geht es da? Natürlich Keyboard und Reading Order. Kann ich
eine Website zum Beispiel allein mit dem Tabulator oder mit den Pfeiltasten halbwegs durchnavigieren? Und ist das auch eine logische Reihenfolge? Oder springe ich mal vom einen Widget zum anderen, was logisch gerade im Ablauf drin ist, weil das einfach nicht gescheit umgesetzt ist? Sehr ärgerliche Sache. Dann Mouse-Only-Interactions, ist eh klar. Kann ich was nicht mit der Maus anklicken, ist es nicht so accessible. Kann ich auch draufspringen mit dem Fokus und mit Leertasten, Enter oder sonstiges arbeiten, sind wir schon wieder besser dabei. Formulare, natürlich, haben wir eh schon gesagt. Labels. Ich habe ein Formularfeld. Natürlich gibt es vielleicht eine Beschreibung davor, muss es aber nicht geben. Ich komme ins Screen wieder auf ein Formularfeld drauf. Wird mir aber nicht gesagt, was muss ich denn da jetzt reinschreiben? Was ist denn da eigentlich gefragt? Genauso lästig und unter Anführungszeichen. Und Error Messages, das ist sowieso, wir kennen es eh alle, wenn ihr habt ein JavaScript, wenn ihr ein JavaScript-basiertes Alert, Seite wird dunkler, ihr kriegt nicht das kleine Fenster. Und die nicht accessible ist, ist das auch ziemlich ja, verbesserungswürdig. Das zweite, das sogenannte Tool-Based Testing, das werden wir sich dann im Praxisteil auch noch kurz ein bisschen anschauen. Es gibt grundsätzlich frei verfügbare Tools, mit der könnt ihr eine Seite evaluieren oder auch auf den mobilen Plattformen habt ihr da durchaus für die Hersteller Möglichkeiten, euch eine Apps entsprechend zu testen. Bei Google war es fix, ich glaube, dass Apple auch was zur Verfügung stellt. Auf jeden Fall, wir haben zum Beispiel die Wave Web Accessibility Evaluation Tool. Ich habe euch die URL auch dazu geschrieben. Das sind zum Beispiel für Chrome und Firefox auf jeden Fall Extensions verfügbar. Wir haben dann die X-Browser Extension. Ist ein ganz gutes Tool. Gibt es auch als Browser Extension, beziehungsweise bei X, sage ich dann nur nach und dazu. Das hat noch weitere Anwendungsmöglichkeiten. Und allgemein Web Developer Toolbar, zum Beispiel für Mozilla. Ja, und wie schon gesagt, eh wichtig wieder der Hinweis, macht es schon während dem Entwicklungsprozess. Nicht erst am Schluss, wenn das Design fertig ist, wenn der Webshop alles fertig ist oder die Seite fertig zusammenbaut. Probiert, dass du mal einzelne Elemente schon durchtestet. Wenn ihr ja auch nicht das eine Tab auf der Seite schon fertig habt, probiert es schon mal aus, habt ihr da alles umgesetzt, was Accessibility relevant ist. Und eine volle Liste gibt es natürlich beim W3-Konsortium. Da findet man überhaupt sehr viel auf die Webpage, möchte ich wirklich sehr gerne verweisen. Wenn euch das Thema interessiert und über Accessibility was wissen wollt, auf w3.org und WAI, Web Accessibility Initiative, findet ihr wirklich sehr viele hilfreiche Links. Vollständige Liste von verschiedenen Tools und vor allem, wie sie testen. Ja, zum Wave habe ich schon gesagt, ist sicherlich eines der umfangreichsten Tools, die ja frei verfügbar sind. Kann man zum Teil auch schon automatisches Testen machen. Gängigste Version, man hat das Browser Extension und lässt grundsätzlich mal durchlaufen. So, das zweite ist die Accessibility Engine. Ist derzeit auch einer meiner Favoriten beim Testen. Gibt es auch als Open Source JavaScript Library. Da könnt ihr es zum Beispiel auch in JavaScript-basierte direkt einbauen. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr entwickelt irgendeine Web-App, die sowieso JavaScript-mäßig durchgetestet wird, schaut sich die X-Library an. Die macht auf JSON, die macht im Prinzip viele Tests automatisiert, gibt euch dann ein JSON-Objekt zurück, was ihr machen könnt. Kann ich nur empfehlen, haben wir sie hier bei Dynatrace auch schon etwas genauer angeschaut, weil wir gesagt haben, ist vielleicht eine Möglichkeit, wie man die Acceptance-Tests in Zukunft ein bisschen um Accessibility anreichern kann. Mit der X-Library werden wir dann am Schluss auch ein bisschen arbeiten, weil mittlerweile ist es so, dass Google im Chrome-Browser seit diesem Jahr, haben sie auch heuer auf der Google I.O. präsentiert, in einer Lighthouse bei den Audits mittlerweile auch Accessibility-Tests automatisiert verbaut hat. Das heißt, da braucht es dann gar keine Extension mehr dazu. Das werde ich euch am Schluss dann auch zeigen, werden wir uns ja Seiten anschauen mit dem Tool. Und das ist eigentlich sehr, finde ich, sehr gut und auch wenn man jetzt noch nicht so viel über Accessibility weiß, am Anfang ein recht guter Einstieg. Ja, manuelles Testen, was ist da wichtig, was schaut man sich da natürlich an? Eh, wie wir schon gesagt haben, based on quick and easy, das waren die 12 Schritte, was wir sich vorher schon ein bisschen angeschaut haben. Dann natürlich, ich schaue mir den Content an. E2R, easy to read. Ist es so formuliert, dass ich auch verstehe, was da steht? Das ist, man im Web kennen wir es eh, wir wollen es kurz, prägnant und möglichst so, dass die Leute verstehen und ausdrücken. Wir schreiben jetzt eh keine wissenschaftlichen Abhandlungen nicht drüber. Ist klar. Logical Structure and Sequence. Natürlich,
Paragraphen schön strukturieren, wie wir gesagt haben, Überschriften gut einsetzen. Die Information soll einfach gut strukturiert sein. Logical and Consistent Navigation, Alternatives Quick Access. Die wichtigsten Bereiche habe ich vielleicht im Menü einen Quick Access. Ich kann sagen, okay, spring zu dem zweiten Teil, der wichtig ist. Dann Browser Manipulation. Könnt ihr gerne mal ausprobieren, recht spannend. Traut einmal ab, dass Bilder angezeigt werden. Schaut euch an, wie schaut die Website aus. Dann werde ich wirklich die Alternativtexte angezeigt. Oder traut einmal das CSS ab. Ich meine, das ist sowieso dann eine spannende Geschichte. Das Design haut euch zwar komplett zusammen, aber kriegt ihr nur die ursprüngliche Information, die ihr damit transportieren wollt, raus. Wirklich eine spannende Sache. Zoom-Page, ganz wichtig, habe ich vorher schon gesagt. Jeder moderne Browser hat die Zoom-Funktionalität. Probiert es einmal aus, 200-300% sollten möglich sein, sodass man auch noch durchnavigieren kann. Und Hardware-Manipulation, eh schon wie wir gesagt haben, probiert es einmal nicht damit, mit dem Keyboard selbst mal ein komplettes Formular einzugeben oder mal durch die Seite zu surfen. Ja, Unplugged Speakers, das ist nicht da, was wir eh schon gesagt haben, wenn es Audioausgabe gibt. Und natürlich auch Screen Resolution obendran ist natürlich auch ein Punkt, sollte aber natürlich bei einer Responsive Page eh kein Problem nicht machen. Wir kommen halt dann automatisch in die mobile Ansicht. Ja, Excessive Technology Testing, eben dann der andere Punkt noch, wie man testen kann. Hier ein paar Empfehlungen, mit was kann man was tun. Internet Explorer, da gibt es dann den großen Screen Reader JAWS. Den gibt es ja, glaube ich, als zeitlich limitierte Version. Dann habe ich da geschrieben Firefox und NVDA. NVDA ist ein Open Source, frei verfügbarer Screen Reader. Gibt es für Linux, für Windows und ich glaube auch für Mac. Safari natürlich hat VoiceOver eh von Haus aus implementiert. Alle Mac-User wissen das. Probiert es einfach mal aus, spielt euch mal mit VoiceOver. Bei Chrome hat auch mittlerweile einen eigenen Screenreader, der heißt Chrome Vox. Ja, Mobile Safari ist eh klar. Wenn wir jetzt sagen, wir sind auf den mobilen Plattformen zu Hause, nehmen wir dort den Safari und das VoiceOver vom iOS, beziehungsweise das Pendant dazu, Firefox und Talkback für Android. Ja, oder es gibt sogar für Mozilla eben dann einen eigenen Emulator, wie ich da vielleicht ein wenig testen kann. Das ist auch ganz eine nette Spielerei. Probiert es einfach aus. Screen Magnifier. Eklar haben auch alle modernen Betriebssysteme haben die Möglichkeit eines Full-Page-Zooms drin. Sprich, ihr stellt es einfach so, dass ihr mal nicht im Bildschirm dreifach groß sieht, egal ob Windows, Android, iOS, probiert das einfach mal aus. Einfach, dass die Nutzererfahrung einfach einmal mitkriegt. Das ist wirklich spannend. Ja, Evaluation Documentation, das schauen wir uns ja geschwind ein bisschen an, weil das finde ich recht spannend. Ich habe jetzt recht viel geredet vom Testen von Accessibility. Und jetzt schauen wir uns das kurz einmal an. Soll ich mal Link kopieren? Jetzt schauen wir uns das nämlich einmal kurz einmal an. Wie kann ich das dann zum Beispiel machen? Also wenn ich jetzt sage, ich mache das, weiß ich nicht, ich will einen gescheiten Reporter stellen. Das W3-Konsortium zum Beispiel. Entschuldigung, okay. Hab ich übersehen. Danke für den Hinweis. Ich weiß jetzt nicht, warum man das streckt. Danke für den Hinweis, haben wir gleich. Auf 1 duplizieren. So, jetzt zeigt es hoffentlich wieder etwas mehr. Oder noch nicht. Jetzt schaut es gut aus. So, dann gehen wir da wieder rein. Also wir sind da jetzt zum Beispiel, die WCAG hat da zum Beispiel ein eigenes Report-Tool ausgebracht. Das möchte ich euch nicht kurz sagen. Da wird zum Beispiel auch ein wenig Hilfestellung geben, wie geht es durch. Ich habe da zum Beispiel mal in Define Scope, ich sage da zum Beispiel ein Website Name. Ich kann dort angeben, mit was war ich drauf und so weiter und so fort. Also ich kann da richtig professionell Reports erstellen. Und das ist eine ganz lässige Geschichte. Explore the Target Website, kann ich alles eingeben. Und wenn ihr zum Beispiel seht, bei Select Sample, Central Functionality, die Selected Sample, wo möchte ich eigentlich hin? Da zum Beispiel dann bei den Audits. Und da seht ihr zum Beispiel, da sehen wir jetzt zum ersten Mal auch die einzelnen WCAG-Regeln. Ich kann da zum Beispiel einstellen, okay, Level E oder Level EE. Ich habe mir jetzt entschieden, ja, das Level 2, das passt ganz gut. Dann kann ich da alles durchgehen. Und Text-Content. Results for the entire sample, not checked. Ich kann alles durchgehen, habe eine ganze Checkliste, wie kann ich meine Website, was auch immer, oder meinetwegen auch meine Software. Ich kann das Reporting-Tool natürlich für alles Mögliche aussetzen. Aber ich kann euch nur empfehlen, schaut euch das durch.
oder wenn es einfach interessiert und wer einfach für sein eigenes Produkt das einmal machen möchte, da habt ihr eine ganze Liste eben drin, braucht euch nicht alles selber zusammensuchen. Ich kann dann am Schluss noch sagen, wie Report Findings, dann sage ich zum Beispiel Executive Summary. Ja, auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, wir können da sehr professionell Reports erzeugen und ist durchaus eine interessante Geschichte, wenn wir mal Accessibility vielleicht auch dokumentieren wollen oder nachweisen wollen, dann können wir da auf jeden Fall eine gute Checkliste draus machen. So, jetzt gehen wir wieder zurück da. So, kriegen wir das jetzt wieder hin. Dann spülen wir jetzt das. Ja, mag er mich wieder nicht. So, entschuldigt kurz. Ja, haben wir gleich wieder. Behalten. So, komm. Folie. So, mag er mich jetzt. Rufen mal. Ja, schaut gut aus. Sind wir wieder dabei. Ja, Strategie. Also, was ist jetzt, wie entwickelt ihr Strategie? Wie kann ich das jetzt zum Beispiel im QA-Prozess, im Quality-Prozess umsetzen? Ganz wichtig, wir definieren einmal, wo wollen wir Accessibility, welches Level wollen wir erreichen. Ich empfehle persönlich immer WCAG Level 2. Da deckt sich wirklich sehr, sehr vieles ab. Wenn ihr die Richtlinien im Großen und Ganzen erfüllt oder euch darum kümmert und schaut, wie man es umsetzen kann, habt ihr auf jeden Fall eine gute Strategie. Ja, natürlich Check Progress ist eh wichtig. Wir schauen selber an, wie weit sind wir, wo müssen wir noch hin. Education and Training, habe ich auch schon gesagt, das ganze Entwicklerteam soll ein bisschen wissen, wovon reden wir, was ist wichtig bei Accessibility. Ein Punkt, den ich ja heute zum Teil schon mache mit euch. Document and Disseminate. Ja, wir dokumentieren, wo weit sind wir schon, welche Kriterien erfüllen wir, zum Beispiel mit dem Reporting-Tool, was ich euch auch schon gesagt habe gerade. Und ganz wichtig, make it part of engineering process. Das war natürlich das Nonplusultra dann und ist ein fixer Bestandteil in euren Entwicklungsprozess ist. Und sie sagt, sie habt in jedem Scrum Sprint zum Beispiel, wer es benutzt, immer wegen einem Accessibility Check drin, haben wir da eh noch dabei, können wir das nach wie vor gewährleisten. Ja, wie schon gesagt, und wenn wir nur in eure Designs oder was machen, dass wir das auch immer wieder durchchecken. Kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall. So, und jetzt schauen wir uns im praktischen Partner geschwind an. Jetzt muss ich wieder umschalten. Vielleicht kriegen wir das so hin. Sollten wir gleich haben. So. Gut. So, jetzt zeigt es wieder was hoffentlich gleich. Jawohl, schaut gut aus. So. Da wir natürlich heute bei Dynatrace zu Gast sind, habe ich mir gedacht, wir schauen uns mal ein wenig eine Dynatrace Webpage an. Und Dynatrace, das große Produkt, ist ja der Dynatrace One Agent. Was ist dort ganz gut im HTML aufgebaut? Zum Beispiel Help und Support. Ja. Das heißt, wir schauen sie mal an. Öffentlich verfügbare Help und Support-Seiten habe ich mir da jetzt rausgesucht, nämlich bei den Cloud-Plattformen. Was gefällt mir jetzt an der Seite so gut? Warum checken wir die jetzt durch? Wir haben hier eigentlich so ziemlich alles, was wir brauchen. Wir haben einige Images, wir haben ein wenig eine komplexere Menüstruktur. Und ja, die schauen wir uns jetzt einfach mal durch. Ihr seht, ich arbeite hier mit Google Chrome und wie schon vorher angekündigt, werden wir uns jetzt einfach einmal anschauen, wie das jetzt funktioniert, diese vorher von mir erwähnten Accessibility Audits, die es ja mittlerweile gibt. Ich gehe in die Entwickler-Tools und habe hier mittlerweile bei den Audits, habe ich es eh drin, ich will Desktop testen, ich mache jetzt nur Accessibility. Im Hintergrund arbeitet jetzt für mich die X-Core-Engine von diesem X, was ich vorher auch schon präsentiert habe. Und die schaut jetzt die Seiten einmal an. Natürlich habe ich diesen Test auch schon mal vorweggenommen. Und wir schauen sie dann einmal drei Fehler ein bisschen an oder drei Sachen, die man so finden kann. Was findet man? Können wir es lösen? Und vor allem auch, wie können wir es lösen? Vielleicht aber auch, wie aufwendig? Vielleicht können wir nicht alles sofort lösen. Vielleicht ist es auch nicht immer so eindeutig. Das schauen wir uns jetzt einfach einmal an. Zack. So. Okay, wir haben jetzt da schon ein Ergebnis. Wir haben da sogar einen Score oben. Da steht jetzt bei uns 89. Ja, das ist schon mal ganz gut. Also ein 89er Score beim automatischen Testen heißt,
da ist schon mal wirklich viel accessible. Da wird es wahrscheinlich nicht mehr so viel zum Finden geben. Da werden wir jetzt nicht, was weiß ich, welche großen Fehler drinnen haben. Wir können es schon mal ganz gut benutzen. Aber jetzt der erste Fehler, den man da schon mal findet. Was haben wir da zum Beispiel? Ein kritischer Fehler, aber ein leicht zu behebender Fehler. Wir haben hier Page Specific Valid Language. Wir haben da im HTML-Element ist kein Language-Attribut anscheinend nicht vorhanden. Ich kann es auch bestätigen, wir haben das wirklich nicht drin. Wir wollen jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr dazu wissen. Schauen wir uns das einmal an. HTML-Element. So, dann kann ich da auch sagen, learn more. Jetzt komme ich auf die Herstellerseite von X. Okay, jetzt bin ich bei der Wurst, da wollte ich nicht hin. Warte mal, schauen wir noch geschwind. Sehe ich auch nicht immer alles so. Auf jeden Fall, das ist ein hartes WCAG-Kriterium. Also, Language-Attribute ist immer wichtig, dass sie definiert sind. Wenn ich jetzt mit dem Screen wieder drauf geht, dann sollte ich ungefähr wissen, was das für Sprache, mit was hat das da jetzt zu tun. Ich nehme an, Dynatrace, das lässt sich relativ leicht fixen. Da habt ihr vielleicht in einer Designvorlage einmal Language-Attribut vergessen. Ich habe mir auch andere Seiten aus der Hilfe durchgeschaut. Bei ein paar ist drin, bei ein paar ist nicht drin. Lass die relativ einfach fixen und damit haben wir da Accessibility hergestellt. Also ihr seht, das ist ein Low-Hanging-Fruit, aber durchaus eine kritische Sache, können wir relativ leicht beheben. Die zweite Sache, da haben wir es jetzt schon, ist der Color Contrast. Da steht jetzt, der Color Contrast is not satisfactory. So, jetzt kommen wir auf den Color Contrast. Das ist ein bisschen ein komplexeres Thema. Jetzt stellt euch vor, wir haben jetzt da natürlich ein schönes Seitendesign. Die Designabteilung hat sich da was überlegt dazu, beziehungsweise vielleicht hat auch ein externer Designer daran gearbeitet, wie auch immer. Und jetzt kommen wir im Nachhinein drauf, eigentlich, das entspricht nicht ganz den Kriterien. Das Kriterium bei Level 2, was ich empfehle, wäre 1 zu 4,5 vom Kontrast her. Das ist natürlich schon sehr kontrastreich und man wird es bei manchen Designs auch nicht so hinkriegen. Beziehungsweise, ihr könnt es euch auch vorstellen, wollen wir das jetzt fixen, was haben wir für Möglichkeiten? Wir bauen das ganze Design neu auf, wo aber natürlich die ganze Corporate Identity dahinter steckt. Aufwand natürlich komplex, umfangreich, braucht Zeit und ist natürlich so. Andere Möglichkeit, okay, ich will das Kriterium erfüllen, vielleicht baue ich ein alternatives Design dazu, was ich dann mit ausliefert und gibt den Hinweis, okay, wenn man vorblich mit dem Main-Theme nicht umgehen kann, nehmen wir zum Beispiel ein High-Contrast-Film. So, schauen wir uns das einmal ein wenig genauer an. Failing Elements. Da haben wir es dann zum Beispiel. Gehen wir da überhaupt einmal hin. Lassen wir jetzt den nicht so zu. Beziehungsweise habe ich da auch noch mehr. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, bei Google selbst habe ich mittlerweile die Möglichkeit, dass ich mir auch die Farben wirklich anschaue. Wenn ich da jetzt zum Beispiel wirklich aufs Element selber drauf gehe und ich hole mir jetzt die Farbattribute, wo haben wir es? Haben wir da irgendwo Farbattribute schönes? Da zum Beispiel bei der Color. So, Color Picker, kommst du nicht? Ah, den mag man nicht so ganz. Haben wir woanders noch eine Möglichkeit? Schaut gerade nicht so ganz, okay. Auf jeden Fall, ihr werdet es mittlerweile feststellen, man kann bei Google nämlich sogar diese Farben mittlerweile auch überprüfen lassen. Das heißt, man schaut sich die Elemente an oder zeigt er an. Oder Kontrast ist, ich versuche das jetzt gerade herzustellen. Vielleicht da. Nein. Schaut jetzt nicht listen aus. Nein, da haben wir es da nicht. Da zum Beispiel habt ihr da den Tab Accessibility, den schauen wir uns ja auch noch. Da habt ihr zum Beispiel dann den Accessibility Tree. Das ist zum Beispiel der Tree, der ausgelesen wird von einem Screenreader oder von einem anderen Programm. Da könnt ihr euch zum Beispiel auch schauen, wir haben den Artikel, einen Generic Container, ein Table. Da haben wir zum Beispiel gewisse ARIA-Attribute, wenn wir es brauchen. Hier haben wir zum Beispiel relabelt, dass das Ganze ein Logo ist. Das heißt, dass der blinde User weiß dann, wir haben es hier mit einem Logo zu tun. So, das haben wir zu den automatischen Tests. Und jetzt schauen wir sie noch an. Ich mache jetzt nur mit Page Refresh. Jetzt machen wir nochmal so einen Quick und Easy Test. Jetzt mache ich nämlich das Ganze einfach einmal. So. Ich habe jetzt den Windows Magnifier aktiviert. Ich habe jetzt eine dreifache Vergrößerung. Das ist durchaus eine Vergrößerung, die immer wieder mal vorkommt. Und jetzt stelle ich mir vor, meine Maus, die schalte jetzt da mal aus. Jetzt schauen wir, können wir das Ganze mit dem Keyboard halbwegs bedienen. Komme überall hin, wo ich hin will. Starten wir los. Tab.
Sieht man schon was? Nein, noch nicht direkt. Doch, da sehen wir es. Ich glaube, ich muss wieder von der Bildschirmlippen rausgehen, dann seht ihr es ein wenig besser. Also ihr seht jetzt, wir sind jetzt beim Dynatrace-Logo. Nächste Tabulator. Ah, ich komme weiter. Bin ich im Suchfeld? Das ist ganz gut. Ich finde schnell die Infos. Also, dass da die logische Reihenfolge gleich ins Suchfeld reingeht, das ist super. Weiter geht's. Was haben wir jetzt? Full Trial. Solution Pricing. My Dynatrace Company. Ihr seht, ich gehe da die ganze Liste durch. Dann komme ich in die nächste Ebene. Da gehe ich auch wieder die ganze Liste durch. Da bin ich jetzt schon im Vertikalmenü. Ja, sieht gut aus. Natürlich, mit Shift und Tabulator komme ich auch wieder zurück. Nur wenn ich jetzt sage, ich bin zum Beispiel da herinnen. Ja. Ist schon mal gut. Wir sehen, ich komme mit Keyboard-Steuerung allein überall hin. Was könnte man eventuell dann trotzdem noch ein bisschen unter Anführungszeichen besser machen? Was war nice to have? Ich probiere gerade die Cursor-Tasten aus, da rührt sich leider nichts. Vielleicht kann man das auch noch umsetzen oder das gebe ich euch auch mit auf den Weg. Wenn wir in derselben Menüebene sind, ab und zu ist das ganz geschickt, weil man dann trotzdem vielleicht mit den Cursor-Tasten selber auf derselben Ebene herumspringen kann und nicht immer mit Tabulator und Shift-Tabulator da oben kommt. Ihr seht, das ist was, das muss ich manuell testen. Da gibt es noch keinen Algorithmus, noch kein Machine Learning, was das kann. Es wird zwar dran geforscht, aber da haben wir leider noch nicht so weit. Ihr habt es ja gesehen, es gibt Sachen, die können wir relativ schnell fixen, indem wir im HTML-Code noch was dazu schreiben. Es gibt Sachen wie den Farbkontrast, da müssen wir sich ein wenig mehr Gedanken drüber machen. Und natürlich Keyboard-Navigation, was einfach gut ist, wenn es gibt. Und je nach Implementierungsgrad gibt es natürlich da auch noch Nice-to-Have-Features. Also so in die Richtung könnt ihr einfach mal vorgehen, bei euren eigenen Produkten, bei euren eigenen Webauftritten. Vieles von dem, was ich jetzt erzählt habe, gilt genauso für die Mobile-Apps. Also für Mobile-Apps ist natürlich wichtig, genauso der Color-Contrast ist wichtig. Es ist wichtig, dass der Button entsprechend groß genug ist, wenn ich sage, ich habe meinen Daumen, dass ich da drauf drücken kann. Also die Guidelines sind in dem Sinn universell. Natürlich werden sie leicht adaptiert, je nach Zielplattform, je nachdem, was ich auch habe. Aber ihr seht, es ist wichtig, wir können da auf jeden Fall was machen. Es soll berücksichtigt werden. So, gehen wir wieder zurück zu meiner Präsentation. Und das Ganze führt mich dann eh schon ein bisschen auch zum Ende. Ich hoffe, ich habe euch da jetzt ein wenig was zeigen können. Vielleicht einige von euch wieder ein wenig in Erinnerung rufen, die das Thema Accessibility schon mal ein wenig gehört haben. Ich glaube, so manche Ausbildungen kommen sie mittlerweile vor. Vielleicht sind ein paar Designer bei euch darunter, die das Thema sowieso schon kennen. Ja, und jetzt die Frage, habt ihr noch Fragen? In Österreich ist mir jetzt nichts bekannt, sage ich jetzt einmal, dass da schon mal wer eingeklagt hätte. Normalerweise ist das sicherlich eine Regelung. Wie schon gesagt, wir haben die Problematik derzeit sicher mehr in Amerika drüben. Weil wer das Klagswesen dort kennt, weiß, da kannst jede logische Feinheit, die Hausverstand ist, ist dort einklagbar. Ja. Aber da reden wir schon von 5-6-stellige Summen teilweise. Je nachdem, nach Firmengröße, je nachdem, was du nicht bedienen kannst, was du sagst, du bist irgendein ja, groß, weiß ich nicht, angenommen, ich nehme jetzt da mal ein fiktives Beispiel, angenommen, Amazon ist so gestaltet, dass ich rein mit einem Screenreader mein Produkt nicht in den Warenkorb legen und den Einkauf gescheit abschließen kann, dann reden wir natürlich von anderen Klagsummen, als wie wenn du sagst, du bist das kleine Startup, was zwar gerade versucht, irgendwie den amerikanischen Markt zu erobern und du aber noch nicht börsenorientiert bist. Aber wie schon gesagt, es gibt einen gewissen gesetzlichen Auftrag dafür. Und ich sehe, wie schon gesagt, richtig festgelegt ist es nur für öffentliche Stellen. Die müssen sie wirklich, da ist vorgeschrieben, WCAG Level 1, zum Teil Level 2, dass die wirklich umsetzen müssen. Das kann man da wirklich auch durchtesten. Alle anderen Unternehmen, sage ich mal, laufen eher unter dem Gleichbehandlungsgrundsatz derzeit. Wobei europaweit wird schon immer wieder drauf geschaut, dass man einheitliche Standards bringt. Und da geht es, da kann man dann halt über den Zivilrechtsweg, sage ich mal, das Ganze einklagen. Aber natürlich, man ist dann als Unternehmer auch gefordert, das nachzuweisen, dass man da was tut dafür, dass er in der Qualitätssicherung drin hat. Sonst noch? Oder übersiege ich gerade wen? Ja.
man kann vermuten, ist mir jetzt nicht direkt der Weg bekannt. Man kann vielleicht schon programmmäßig versuchen auszulesen, ob beim Browser-Aufruf, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das technisch geht, ob der zum Beispiel dann auch einen Ort Screenreader verwendet, ob sie das jetzt automatisiert auslesen lässt, bin ich mir nicht sicher. Aber einfach der Hinweis oben zum Beispiel, okay, High Contrast, irgendwie der A schwarz-gelb hinterlegt, die Zeichen sind ja durchaus bekannt, hilft da sicher in die Richtung auch. Bitte? Ja. Ja, genau. Wird für Testzwecke manuell sicher verfügbar sein. Ob man es jetzt wirklich beim End-User selber ohne Anti-Bug-Modus auslesen kann, gebe ich zu, bin jetzt selber gerade überfragt. Müsste ich selber noch recherchieren und googeln. Ja. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt sage, ich habe im Unternehmen eine Strategie, beziehungsweise unser Institut des Integrierten Studieren ist auch bei einem Projekt involviert. Es wird versucht, jetzt in Österreich auch sage ich mal, staatlich unabhängiges Zertifikat zu etablieren und entwickeln, wo man dann auch sich als Betreiber von einer Website oder einer App entsprechend zertifizieren lassen kann. Man kennt das auch teilweise, ich habe vielleicht auch schon Logos gesehen, wo auf einer Page unten steht, W3C-konform oder sonst was. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, wenn ich das schon mal gemacht habe. Wird es natürlich für jemanden, der mich dann verklagen will, etwas schwieriger, weil dann mir ich nachweise, ich tue was dafür. Die Frage ist dann immer, okay, tue ich genug? Oder wie wir schon gesagt haben, es gibt Dinge, die kann ich leicht lösen, die soll ich natürlich entsprechend lösen. Es wird Sachen geben, die sind ein wenig komplexer zum Fixen, wo ich einfach sage, gerade wie bei einem Color Scheme oder halt bei einem Film, da, ja, wenn ich halt da dann eine Neuentwicklung mache, war es halt geschickt, darüber nachzusehen. Es ist immer die Frage, was ist zumutbar und was auch nicht. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt schon gerade bei Webseiten, sage ich jetzt einmal, hat sich natürlich viel verbessert, vor allem durch, eben auch durch das Responsive Design, durch HTML5 insgesamt. Du bist ja teilweise jetzt dazu, man nimmt jetzt automatisch semantisch her, was ist der Header-Bereich, was ist die Seitennavigation. Man kann es jetzt schon schön logisch strukturieren, beim Responsive Design sowieso, weil da einfach, wenn ich dann in Zoom größer mache, kriege ich halt die mobile Ansicht einer Seite, der Text wird größer, wenn ich strukturiere, so ist es ein wenig besser. Es entwickelt sich schon gut, ja. Aber wie wir gesehen haben, natürlich die Seiten, was ich jetzt hergezeigt habe, die waren natürlich auch schon gut strukturiert, braucht man nicht reden. Also ich kann auf jeden Fall damit umgehen. Aber es wird natürlich Formen von Behinderung geben, die entsprechend anders ausgeprägt sind, wo ich sage, okay, für denen ist das vielleicht wieder ein bisschen schwieriger. Aber grundsätzlich, ja, es ist natürlich schon ein Thema, aber wir haben sicher noch nicht den Zenit erreicht, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt passt schon alles, ich brauche halt jetzt nicht mehr drüber reden. Da sind wir natürlich noch. Ja, wenn man sonst, glaube ich, sehe sonst keine Hände mehr in der Höhe, außer ob ich wen übersehen. Na, dann freut es mich natürlich, dass ich euch das Thema hoffentlich heute ein wenig näher bringen habe können. Wie schon gesagt, denkt es in Zukunft wieder ein bisschen mit. Das ist so das Ziel, was ich heute ein wenig verfolgt habe mit diesem Vortrag. Und ja, ein bisschen Eigenwerbung darf natürlich auch noch sein. Wenn für euer Unternehmen oder für dein Unternehmen, je nachdem natürlich Accessibility ein Thema ist, ich stehe auch gerne für Consultants-Anfragen zur Verfügung. Wie schon gesagt, ich bringe viel Expertise mit. Und kann dann natürlich auch gerne beraten. In diesem Sinne sage ich mal danke für die Aufmerksamkeit. Ob wir jetzt dann eine längere Pause haben oder nicht,
wird es dann weitergehen. Ist besser weiter herunten, oder? Passt besser. So, Dale, machen wir wieder weiter. Die Reihen haben sich etwas gelichtet. Ich möchte nur ganz kurz mit den Community-News weitermachen, was sie so tut in Linz. Wir haben am 30. Oktober gibt es ein Digital Future Meetup von der Factory 300 und ich glaube, das ist auch in der Factory 300. Weiter geht's am 13. November mit eChuck wieder mal. Spannende Themen: Programming Language, Platform Growth und Graal VM. Ed Burns ist da, ja, genau. Es wird echt spannend, echt empfehlenswert. Das Ganze findet diesmal bei der Catalyst in der Tabakfabrik statt. Das heißt, auf jeden Fall anmelden, hingehen. Am 16. November findet der Catalyst Coding Contest wieder statt. Und am 22. November ist das nächste Technologieplauschal. Da gibt es ein Novum, dadurch, dass das Ganze bei der DS-Automation ist, die etwas weiter außerhalb sind, wird es einen Shuttle-Service geben, voraussichtlich vom Hauptbahnhof zur DS-Automation. Was wir euch bitten, wir werden irgendwie schauen, dass wir Anmeldesystem oder sonst was machen. Also wer einen Shuttle-Service in Anspruch nehmen möchte, vom Hauptbahnhof zur DS-Automation und dann auch nachher wieder zurück. Da werden wir nur in Twitter, Facebook etc. werden wir reinschreiben, wie wir das Ganze machen werden. Also generell besteht Interesse an einem Shuttle-Service raus? Hände kurz. Also ja, passt perfekt. Na, dann schauen wir, dass wir da was organisieren. Und damit hätten wir es eigentlich eh schon. Jetzt haben wir nur zwei Kurzvorträge. Einmal den Christoph und dann nachher noch den Markus. Christoph, darf ich da gleich weitergeben? So, danke. So, hallo, guten Abend. Das war jetzt Windows Shift rechts. Genau, dann sind wir schon da. Wollte kurz ein bisschen was über einen Kelly OP Mini erzählen. Ich hoffe, ich kann mich noch halbwegs erinnern, die Präsentation war irgendwie vom letzten Jahr oder so, also 2017, das ist schon eine Zeit her. Der Kelly OP Mini ist so ein kleines Board zum Programmieren, hauptsächlich eigentlich gedacht für Kinder. Also um Kindern Programmieren zu lernen, halt auf eine Art und Weise, die Kinder hoffentlich anspricht. Also jetzt nicht nur rein vor einem Computer zu sitzen, sondern eben auch tatsächlich irgendwas in der Hand zu halten, so wie Lego Mindstorms oder irgendwas, mit dem man auch etwas machen kann, was irgendwie ganz hübsch ist. Das Ganze ist entstanden, oder warum erzähle ich euch das? Weil ich eben selber Nerd bin irgendwo, irgendwie ein bisschen so, habe ziemlich bald angefangen mit so Amiga 500 und so Basic Programmieren und so klumpert. Das eben auch schon als Kind und irgendwie hätte ich gern gehabt, dass mir irgendwer das ein bisschen näher bringt und ich das nicht alles nur aus irgendwelchen Heften lernen muss oder selber lernen muss. Und nachdem ich auch selber drei Kinder habe, würde ich denen das gerne auch irgendwie vermitteln, sodass sie dann das ein bisschen besser schaffen als ich. Weil meine Kinder gelegentlich so Fragen haben wie beim Autofahren, ja, warum geht denn jetzt das Licht an? Und dann zu sagen, ja, okay, da ist vorne irgendwo so ein Lichtsensor drinnen und da wird abgefragt wegen der Helligkeitswert und wenn der unter einer Schwelle ist, dann schaltet das Auto das Licht ein automatisch. Das ist für einen 8-Jährigen jetzt oder 7-Jährigen, 6-Jährigen so ein bisschen so, hä, was, Sensor, was, verstehe ich nicht. Also habe ich mir gedacht, Amazon, mein Freund, beziehungsweise habe ich eine nette Kollegin einmal getroffen, nämlich die Linda. Die hat ein paar Bücher geschrieben zum Thema Programmieren und wie bringt man das Kindern näher. Definitiv lesenswert. Hello Ruby kann ich nur empfehlen, für die Kinder haben und einer irgendwie so ein bisschen mal so, wie funktioniert der Computer, wie schaut das da drinnen aus, was sind Bits, Bytes, wie arbeiten die zusammen. Also definitiv lesen. Meine Kinder hat es ganz, ja, ganz viel Spaß gemacht, ist jetzt übertrieben. Sie haben es zumindest angehorcht und haben mich nicht verboten nachher und sie wollten es auch nochmal lesen. Also das ist schon mal ein positives Zeichen, wenn sie es nochmal hören. Also ich habe es einer vorgelesen mit 7. Und die Kleine ist 2 Jahre jünger, die hat es noch nicht ganz so stark interessiert, aber ja, so ein bisschen haben sie es mitgekriegt. Und ja, es ist auch die Maus recht nett, die so durch den Computer läuft. Also ja, kann man mal machen, es sind gut investierte 7, 8 Euro, die man da ausgibt. Ja, wollte ich nur erwähnen. Was habe ich mir dann gedacht, wie ich meine Kinder das näher bringen kann? Ich habe auf Amazon mal geschaut, so, was gibt es denn da so an Spielzeug? Und da gibt es so diesen
Gizmo und das ist dann auch wieder irgendwie so mit auf dem Tablet irgendwas herumdrücken und das ist, war irgendwie auch nicht das, wonach ich dann gesucht habe. Und einmal auch so Raspberry Pi oder so, das war doch was. Nur bin ich leider nur weniger talentiert als der Martin mit einem Lötkolben. Also bei mir ist so, wenn ich das richtige Ende schon mal finde, mit das ich dranhalten muss, dann ist gut, ja. Ohne dass ich mich verbrenne, also ich kann das überhaupt nicht. Und da haben wir auch die ganze Peripherie, die ich dann braucht, aber einen Lichtsensor, dann brauche ich einen Lautsprecher und dieses ganze Klumpum und dann muss ich nur löten und das mit meinen Kindern nebenbei, die dann nerven, Papa, wann bist du denn jetzt endlich fertig, wann Kinder mal denn? Da werde ich nicht glücklich. Und dann hat mir ein Kollege in Dresden damals, der für Neo4j arbeitet, der hat mir dann, der macht dort die Computer AG mit seiner Tochter, weil er mit dem Informatikunterricht so unglücklich war. Und da hat man dann diesen Calliope Mini Zack, der eben in Deutschland produziert wird und dort an die Grundschulen eingesetzt wird. In das Ding habe ich mich echt verliebt, weil da ist einfach alles drauf, was ich wollte. Da ist eine LED drauf, da ist ein Lautsprecher drauf, da ist irgendwie ein LED-Display drauf, auf dem man dann Schrift machen kann. Da sind Pins drauf, auf die ich Strom legen kann, da sind Taster drauf, wo man drücken kann und ich muss nichts löten. Das war der große Bonuspunkt. Also ich muss nichts von dieser ganzen Peripherie muss ich da drauf machen, sondern es ist alles. Ich mache das Ding auf, die Box ist da und dann schaut das Ganze dann so aus. Es ist was vorinstalliert, so ein kleines, kann man Snake spülen. So schaut es dann aus. Ich habe ihn leider nicht mit, weil es ein Überraschungsvortrag war irgendwie. Sonst könnt ihr ihn euch zeigen. So schaut das aus, das Ding. Also man kann da mal rübergehen. Geht das soweit? Da ist das Kabel, passt. Also man sieht da, das sind quasi diese kleinen Handtaster und er hat auch diese Form da. Die eignet sich recht gut, dass neben Kinder von der Größe her von die Hand schickt in der Hand halten können, ohne dass sie jetzt die Pins da ständig berühren. Weil ich kann zum Beispiel da sagen, okay, ich lege auf den da einen Strom drauf, dann kann ich abfragen, okay, wenn der Strom jetzt da durch meinen Arm fließt, und ich greife dann den Pin danach, dann kann ich da drauf reagieren und zum Beispiel irgendeinen Ton abspielen oder so. Können die Kinder da so Mini-Piano programmieren, relativ einfach, das wird dann Töne macht, wenn man die Pins da angreift. Das hat einer nämlich dann wirklich Spaß gemacht, also das dann programmiert habe sie und sie haben es dann ausprobiert und es war total lustig. Genau, programmieren ist auch eben kindgerecht total einfach. Da gibt es eben dieses, das ist das einfachste UI. Also es gibt mehrere Editoren, die man verwenden kann, das ist das einfachste. Das ist wirklich so einfach, wenn, dann und ich ziehe es einfach mit der Maus rüber und dann gibt es auch noch so lustige Kasten, also wenn ich es schüttel, dann mache ich ein Smiley-Icon hin. Das funktioniert dann und dann drückt man auf Runterladen, steckt das Ding an über USB, wird es rübergeladen und dann starten wir das Ding durch und dann ist das Programm da drauf und dann können die Kinder quasi, haben sie ein erstes Programm selber geschrieben, schütteln das und dann kommt das Smiley. Total cool. Oder es macht irgendeine Farbe über das LED oder es blinkt oder piepst oder sonst irgendwas. Ja, das ist dann schon ein bisschen advanced. Das ist dann der andere Editor, das ist von Open Roberta. Da kann man dann eben, das ist glaube ich genau dieses Klavier. Mit diesem Pin kann man schlecht lesen, da steht irgendwie so, mache immer, also diese Mainschleife und dann, wenn irgendwie Pin 1 gedrückt, dann schreib ein C und spiel den Ton C ab, bitteschön. Das kann man dann halt quasi in diesem Vorloop dann ausprobieren. Und dann gibt es natürlich dann noch, das ist dann der ganz advanced, vergessen wie der Editor heißt, das ist schon zu lange her. Der ist von Microsoft, genau, das ist der von Microsoft. Da kann man dann auch Plugins reinladen, also da gibt es dann Leute, die irgendwelche so JavaScript-Libraries geschrieben haben für zum Beispiel LED-Stripes. Also da gibt es von NeoPixel, da gibt es eben so LED-Ring oder Stripes oder sonst irgendwas, wo du jedes einzelne LED ansteuern kannst und die haben Libraries dafür geschrieben. Und dann kann man so lustige Sachen machen wie, ah ja, okay, runterladen, draufspülen. Ganz wichtig, nicht USB anstecken und Strom eingeschaltet lassen, das mag das Ding nicht. Ist schon passiert, hat gar nichts gemacht, aber wenn da Bedienungsanleitung steht, brennt ab, tut's nicht, aber genau. Und dann schaut es im besten Fall so aus, also man hat da den Pin, steckt das irgendwie zusammen, schreibt, lädt sich die Library runter und dann kann man da so einen Kreis, einen LED-Kreis mit Regenbogenfarben ansteuern, der sich dreht. Das ist der Knaller gewesen. Also, das, wenn man mit dem die Kinderaugen zum Leuchten bringt, dann weiß ich nicht mit was. Und wie gesagt, eben der Editor ist eigentlich das Coole dran, weil die Kinder das als Server dann auch sehr einfach ausprobieren können. Also auch zum Beispiel Lichtsensor, Autobeispiel, okay, wir laufen dann durchs Haus und im Bad ist halt finster oder in der Abstellkammer und dann geht das LED da drinnen dann an, weil es da natürlich finster ist und der Sensor den Eingabewert hat. Und diesen Schwellenwert kann man konfigurieren. Und der dann zu hoch ist, dann geht es drinnen nicht mehr an und so. Das ist ganz lustig.
Ja, was ich auch als großen Vorteil empfinde, ist, es gibt eine ganze Library an Projekten, die man sich da aussuchen kann. Für Grundstufe kann man sortieren nach Altersgruppe, was man gern machen will, welches Lernziel das es gibt. Also falls irgendwelche Lehrer da sind, zufälligerweise für die Grundstufe super Lehrmaterial. Unter anderem gibt es auch völlig gratis Creative Commons License direkt von den Herstellern, die Lehrbücher für Lehrer und für Kinder mit Arbeitsblättern, wo das ganze Programm aufgebaut ist, um es zu vermitteln, kann man natürlich als Elternteil sich durchlesen und dann quasi mit den Kindern das einmal am Nachmittag durchspielen. Ja, da sind noch ein paar Links. Ich habe nur 2-3 Minuten Zeit, falls noch wer was fragen will. Und sonst danke fürs Zuhören und vielleicht wollt ihr euch das Ding ja bestellen. Bei Amazon gibt es um nicht mal 40 Euro. Also. Jo, danke, das war's. Keine Fragen. Auch gut. Super, danke Christoph für den Spontanvortrag. Wir haben noch einen zweiten Spontanvortrag von Markus und wünsche euch viel Spaß dabei. So, ganz kurz bitte noch. Ja, komm. Okay, wie ich schon am Beginn gesagt habe, ich bin verantwortlich für den Bereich alles, was mit Containern zu tun hat, also sprich Kubernetes, Cloud Foundry, Heroku, diverse Parse-Anbieter und bei Dynatrace gibt es monatlich einen sogenannten Dev-to-Dev. Das heißt, ein paar Kollegen werden es wahrscheinlich schon kennen, was ich jetzt erzählen werde. Ein Dev-to-Dev ist im Endeffekt Entwickler erzählen über Technologie, über Erfahrungen aus ihrem Entwickleralltag für andere Entwickler. Und vor 2 oder 3 Events hatte ich den Vortrag über Kubernetes. Der ist relativ kurz erklärt, aber zumindest mal die Grundprinzipien, was Kubernetes eigentlich ist und für was man es einsetzen will. Nur für mich kurz, wer kennt Containerplattformen wie Kubernetes oder Cloud Foundry oder Container im Allgemeinen? Wow, ist ja durchaus viel. Dann hoffe ich, dass ich trotzdem was Neues erzählen kann. Im Endeffekt eine kleine Agenda. Ich möchte eine kleine Einführung geben, also sprich Terminologie. Was sind Begrifflichkeiten, die wichtig sind? Das eine, das ist der Punkt, was wir intern in Dynatrace schon einsetzen. Ein kleines Hands-on-Example, sprich ein kleines Command-Line-Example. Das How-Do-I-Get-Access ist natürlich jetzt nicht dabei, weil das geht eher darum, wie wir bei uns im Lab für die Entwickler Zugriff auf das Kubernetes-Cluster kriegen können. Vielleicht bei uns auch eine kleine Historie. In unserem Lab für unsere CI/CD-Umgebung haben wir recht früh mit Docker angefangen zu experimentieren. Also da war Docker auch noch relativ neu. Und wir hatten das Problem, dass wir bei 50, 60 Containern gestanden sind und alle waren mit irgendwelchen Shell-Skripten erzeugt worden, weil klassisch war irgendwie, ich habe ein Image gebaut und das Image soll dann irgendwo auf irgendeinen Rechner laufen, sprich Docker run und dann irgendwelche Volumes reingemountet. Ports exposed und so weiter. Und dann war das Problem, ich war auf Urlaub oder der Kollege war auf Urlaub und der Container war weg. Wie kommt er wieder hoch, genauso wie er war? Und die Idee war, dass man eine ganze Litanei an unterschiedlichen Shell-Skripten hatte, die halt genau Docker run gerufen haben mit dem Image und den Parametern, die notwendig waren, damit der Container wieder gestartet wurde. Natürlich, wenn der Host eingeht, wo die Container drauf waren und die Images drauf waren, blöd. Das heißt, da haben wir ziemlich eine Lessons learned durchgemacht, wie man das sinnvollerweise einsetzt. Dann kam Docker Swarm im Einsatz, was am Anfang auch geholfen hat. Aber mit einer gewissen Größe an Containern und Hosts war auch das dann irgendwo nicht mehr ganz so einfach. Und schlussendlich war ich 2017 in Berlin auf der KubeCon
und kam zurück mit leuchtenden Augen und habe gesagt, okay, Kubernetes ist das, was wir brauchen, was wir haben wollen, auch für uns intern. Im Wesentlichen, die Basics von Kubernetes ist, es ist ein System, um Applikationen einfach zu deployen, also sprich über eine einfache Sprache zu definieren, was ist meine Applikation, wie schaut die aus. Ich kann sie einfach skalieren, also sprich ich kann in die Breite skalieren mit relativ einfachen Mechanismen. Und es ist auch einfach ein Lifecycle von meiner Applikation zu managen, ohne dass ich groß in das System eingreifen muss. Das Ganze basiert natürlich auf Containerized Applications, weil Immutable Images oder Immutable Infrastructure im Allgemeinen natürlich diesem ganzen Scaling Approach und Wiederverwendung von demselben Image sehr, sehr entgegenkommt. Es gibt im Wesentlichen zwei Wege, Infrastruktur oder Workload zu deployen. Das eine ist imperativ und deklarativ. Der Unterschied ist, imperativ ist sozusagen der procedural Approach, zum Beispiel Amazon API. Ich muss eine EC2-Instanz erzeugen von einem bestimmten Image. Dann per SSH oder Ansible, wie auch immer, werden bestimmte Applikationen drauf deployed. Also immer Step by Step. Und ich muss das als User oder als System-Operator selber orchestrieren, selber managen und immer wieder schauen, dass die Steps auch wirklich in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden und sind selten idempotent. Das heißt, sie verhindern eine wiederholte Ausführung, ohne was kaputt zu machen. Im Unterschied gibt es die deklarative Definition. Das heißt, ich definiere nur den Endzustand, wie meine Infrastruktur ausschauen soll. Das heißt, ich möchte Applikationen, keine Ahnung, es ist ein Tomcat mit einer Java-Applikation drin, soll auf möglichst verteilten Umgebungen laufen, sprich nicht auf dem gleichen physischen Host, nicht in der gleichen Availability Zone und soll halt, keine Ahnung, 6-7 Mal repliziert sein. Und das gebe ich sozusagen zum Beispiel der Plattform, in dem Fall Kubernetes, einfach mit und sage, okay, tu das für mich. Und Kubernetes stellt sicher, dass genau das auch wirklich der Tatsache entspricht. Das heißt, es gibt Komponenten, die den Ist- und den Soll-Zustand abprüfen und entsprechende Maßnahmen treffen, damit das, was ich haben möchte, auch wirklich der Realität entspricht. Es gibt ein paar grundlegende Terminologien, die man einfach wissen muss, um im Kubernetes-Sprachraum zurechtzukommen. Die kleinste Einheit, die in Kubernetes existiert, ist mal ein Pod. Ein Pod ist im Endeffekt ein Gefäß. Und das Gute an einem Pod ist, sie kann mal aus mehreren Containern bestehen. Oft bestehen Pods, ein Pod aus einem Container. Aber ein Klassiker zum Beispiel ist, ich habe eine Web-Applikation und ich brauche irgendeinen Cache dabei, in Redis oder in Memcached. Und die beiden sind von der Aufgabe her und auch von ihrer Arbeitsweise recht nah beieinander. Das heißt, sie sollten möglichst nah beieinander liegen, sprich den gleichen IP-Space haben, idealerweise das gleiche Filesystem zugreifen können und eine sehr geringe Latenz aufweisen. Und das ist zum Beispiel so ein Paradebeispiel, um einen Pod zu definieren. Das heißt, ich habe meine Applikation und mein Redis-Cache gleich mit in einem Pod dabei. Und wenn ich drei davon haben möchte, werden auch jeweils drei Paare von dem deployed, nämlich die Web-Applikation und der Cache davon dran. Dann gibt es noch Besonderheiten, die sogenannten Init-Pods. Damit kann man sozusagen, bevor die eigentliche Applikation, der eigentliche Container geladen wird, Modifikationen vornehmen an dem Container, der da erzeugt wird. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn man Elasticsearch-Nodes auf Kubernetes betreiben möchte, weil ich muss über sysctl bestimmte Limits definieren und Freigaben genau für diese Prozessgruppe definieren können, ohne aber den Prozess, der danach läuft, also sprich die JVM für Elasticsearch, zu beeinflussen. Und da kann ich dann für den bestimmten Container zur Laufzeit Modifikationen vornehmen. Wie gesagt, der Pod ist das Einzige, was wirklich als Workload irgendwo definiert ist und aus dem im Schluss wirklich auch eine Applikation, Container, eine Prozessgruppe erstellt wird. Wie kann ich denn eigentlich einen Pod erzeugen? Sinnvollerweise gibt es unterschiedliche Wege, wie ich einen Pod deployen kann. Und der recht häufig verwendet wird, sind die ersten zwei. Das ist ein Daemon Set und ein Deployment. Ein Daemon Set stellt sicher, dass meine Applikation, mein Pod, genau einmal auf jeden Node in meinem Cluster erzeugt wird. Das ist hilfreich,
zum Beispiel für Infrastrukturkomponenten wie ein Proxy, wie andere Komponenten wie unser Dynatrace One Agent zum Beispiel, der wird auch über ein Daemon Set deployed, weil ich kann damit einfach sicherstellen, dass ich die Workloads genau einmal auf jedem Node in meinem Cluster deployed bekomme. Typischerweise für stateless Web-Applikationen, die man jetzt recht häufig sieht, sprich die klassischen 12-Factor-Apps, werden über ein Deployment auf dem Cluster erzeugt. Und das ist klassische mit Replika, wie viele Replikationen von meiner Workload möchte ich haben, wie möchte ich die verteilt haben und kann bestimmte Komponenten definieren, auf denen das laufen soll. Wie der Name schon sagt, es ist idealerweise genutzt für stateless Applikationen, das heißt, ich kann den Container wegräumen, ohne dass irgendwelche negativen Sachen entstehen. Ich kann den immer wieder durchstarten, ohne dass Seiteneffekte auftreten. Das ist natürlich wenig sinnvoll, wenn ich auch meine Datenbanken, zum Beispiel eine MongoDB oder ein Postgre, in der Applikation deployen möchte. Das Vehikel dafür ist ein Stateful Set, wie der Name schon sagt. Ich deploy damit eine Stateful-Applikation, die quasi Daten persistiert, die idealerweise auch auf dem Node persistiert werden. Und zum Beispiel über Applikationsvehikel werden die Daten auf andere Nodes repliziert. Klassiker ist MongoDB zum Beispiel. Kann ich in einem Active-Active-Cluster deployen. Und wenn mal ein Container ausfällt oder ein Host ausfällt, sind die Daten auf allen anderen Nodes auch verfügbar. Und Kubernetes stellt sicher, dass wenn ich ein Dreier-Replika-Set haben möchte, oder ein Dreier-Deployment haben möchte von meiner Datenbank und es fällt einer aus, wird automatisch auf dem anderen Host wieder ein neues Deployment erzeugt. Das Replika-Set ist meistens so ein Intermediate-Artefakt, das aus dem Deployment oder aus dem Stateful-Set heraus erzeugt wird, kann man aber auch selber erzeugen. Das ist recht sinnvoll, um auch Blue-Green-Deployments oder ein Rolling-Update zu machen. Das definiert in den meisten Fällen eine konkrete Instanz aus dem Deployment heraus. Was relativ selten eingesetzt wird, sind Cronjobs oder auch Jobs im Allgemeinen. Das sind sozusagen kurzlebige Container, die halt irgendwelche periodischen Tasks ausführen, ähnlich wie ein Cronjob auf dem Linux-System. Hat auch die gleiche Nomenklatur für die Definition, wann die Applikation oder der Pod ausgeführt werden soll. Ist halt sehr hilfreich, um Maintenance-Aufgaben zu aktivieren oder durchzuführen. Und ganz zum Schluss ist der sogenannte Plain-Pod oder auch Bare-Pod genannt, der sozusagen einfach über ein Kommando erzeugt wird. Der Container läuft, aber dahinter ist quasi kein Automatismus, der den wieder erzeugt. Wenn der Pod weg ist, ist er weg und es gibt keine Safety-Measures wie bei den anderen darüberliegenden Deployment-Artefakten. Ein Cluster ist ja, wie der Name schon sagt, eine üblicherweise recht große Umgebung und ich möchte für meine End-User auch die Workload separieren und auch sicherstellen, dass Usergruppe A und Usergruppe B sich irgendwie gegenseitig die Applikationen wegschießen. Und dafür gibt es quasi die Trennung über Namespaces, das eine logische Schicht einführt und ich kann auf Namespace-Ebene Rechte vergeben, ich kann auf Namespace-Ebene auch Limitierungen definieren, zum Beispiel, wie viele CPU-Cycles darf ich verwenden, wie viel Memory darf ich verwenden in meinem Namespace. Und es gibt eine ganz andere, also ganz, ganz viele Möglichkeiten, was ich auf Namespace-Ebene alles einstelle. Ist alles ganz schön und gut, aber wir leben ja alle in einer recht interessanten Zeit. Und wir alle wissen, dass die Cloud das neue Thema ist, wie man Applikationen deployt. Und wie können jetzt meine ganzen Applikationen, die in unterschiedlichen Namespaces oder im gleichen Namespace deployed sind, miteinander reden, weil wir natürlich, Cloud Native, wie wir alle sind, Microservices bauen. Und da gibt es zwei unterschiedliche Konzepte innerhalb von Kubernetes, wie das funktionieren kann. Das eine ist mal eine clusterinterne Kommunikation und eine sogenannte Ingress-Welt sozusagen, wie kann ich als End-User, zum Beispiel als Webshop-User, dann auch wirklich den Webshop benutzen, der innerhalb von einem Kubernetes-Cluster läuft. Und typischerweise ist die clusterinterne Kommunikation über ein Service-Mesh installiert. Das ist im jetzigen Fall Istio, was den
der neue Hype in der Kubernetes-Welt ist, oder eben über DNS Service Discovery. Das heißt, ich kann über DNS-Namen spezifizieren, auf welchen Service ich zugreifen möchte, und ich kann Applikationen über Services innerhalb von Kubernetes freigeben oder verfügbar machen. Und die sind dann über Namespace lexikalisch getrennt. Das heißt, ich habe Service A im Namespace B. Dann kann ich sagen, keine Ahnung, curl webservice a.namespace b, und dann kann ich auf den Service zugreifen. Analog natürlich mit Service C in Namespace A zum Beispiel. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, aber wenn man damit mal gearbeitet hat, ist das alles ganz, ganz fein. Kubernetes hat generell HA eingebaut. Das heißt, wenn irgendwo eine Workload stirbt, wie ich schon gesagt habe, wird die automatisch wieder erzeugt. Das Gleiche ist auch auf der Ebene, um Services zu accessen. Da gab es bis vor zwei Releases eigentlich den IP-Tables-Ansatz. Da gab es auf jedem Node ein Modul, das hat Kube-Proxy geheißen und wurde über ein Daemon-Set deployed natürlich. Und der hat IP-Tables-Regeln auf jedem Node verwaltet, um die Service-Requests an die richtigen Pods weiterzuleiten. Das funktioniert alles in einem recht kleinen Umfang, aber es gibt große Umgebungen, auch bei unseren Kunden sehr viel. Die haben Tausende von Nodes, die haben Zehntausende von Applikationen laufen, entsprechend viele Services dahinter. Und wenn jemand schon mit IP-Tables gearbeitet hat unter Linux, wenn die Regeln recht groß werden, kann es sehr lang dauern, bis Änderungen im IP-Tables-Regelwerk wirklich auch greifen. Und das hat mittlerweile oder unter Umständen bis zu mehrere Minuten gedauert, bis neue Regeln auf allen Nodes dann wirklich auch propagiert waren. Und der neue Ansatz ist eben IPVS, der auch wirklich relativ gute HA-Möglichkeiten mitbringt. Ich kann sehr fein granular definieren. Möchte ich zum Beispiel Round-Robin im Backend haben? Möchte ich immer für den gleichen Client das gleiche Backend, sofern verfügbar? Ich kann also sehr fein granular definieren, wie mein Service Load Balancer funktioniert. Aber wie gesagt, das ist alles innerhalb vom Cluster, das heißt Microservices oder Applikationsteile, die im Cluster miteinander reden wollen und wie die miteinander reden können. Ganz wichtig ist natürlich auch, wenn ich einen Webshop betreibe oder irgendeine andere Applikation, dass meine End-User auch drauf kommen. Und da gibt es mehrere Wege, um das zu tun. Das einfachste, aber eigentlich sehr, sehr schlechte, ist ein sogenannter Node-Port. Da kann ich sagen, okay, expose mir diesen Service über einen frei wählbaren Port, der meistens über 30.000 liegt. Und der wird von Kubernetes vergeben. Und damit kann ich quasi auf einen bestimmten Service zugreifen. Und dieser Port wird auf jedem Kubernetes-Node exposed. Hat natürlich damit eindeutige Security-Implications, die da sehr, sehr wehtun können. Dann gibt es kubectl, das ist sozusagen das Command-Line-Util, mit dem ich mit meinem Cluster interagieren kann. Und das ist praktisch, um als Entwickler oder als DevOpsler zu schauen, ist der Service in meinem Cluster überhaupt verfügbar, und kann sozusagen über ein Localhost-Proxy oder Loopback auf den Service im Cluster zugreifen. Und das eigentliche Vehikel, um wirklich echten Traffic von außen in den Cluster reinzubekommen, sind sogenannte Ingress-Controller. Das sind typischerweise HA-Proxy oder Nginx-Reverse-Proxy, die auf einem Bare-Metal-Cluster, wie bei uns im Lab zum Beispiel, deployed werden, und die bekommen dann Regeln eingetragen, unter welcher URL ist ein bestimmter Service erreichbar. Und das macht man typischerweise über Wildcard-DNS-Einträge, zum Beispiel, keine Ahnung, stern.apps.something ist bei uns der Wildcard-Entry für alle Ingress-Regeln, die wir bei uns im Cluster laufen haben. Und dann kann ich als End-User sagen, okay, ich möchte einen Service exposen, trage deine Ingress-Regel ein, und über die DNS-Wildcard landen die immer an dem gleichen Ingress-Controller, und der leitet dann über eine Reverse-Proxy die HTTP-Anfragen an das Backend einfach weiter. Schaut natürlich ein bisschen anders, ein bisschen robuster in Public Cloud besser aus. Da kann ich dann die Load Balancer zum Beispiel in ELB in Amazon oder Application Load Balancer in Google oder Azure verwenden, dann sind die wirklich auch nativ in der Cloud mit eingearbeitet. Das war eher so für uns intern. Da wäre ich jetzt nicht so
im Detail darauf eingehen. Wir haben bei uns aber einen relativ großen Kubernetes-Cluster laufen mit 32 Nodes. Der hat ein bisschen was über 3 Terabyte Memory und ist für uns zurzeit in Nutzung, um unsere One-Agent-Tests laufen zu lassen und die Pull-Request-Validation für unser Cluster. Und da ist durchaus einiges los. Nur ganz kurz, so schaut das bei Dynatrace aus. Das ist unser Dashboard, mit dem wir sozusagen unseren eigenen Cluster verwalten. Und nur noch ganz kurz, wie das eigentlich ausschaut mit Kubectl. Kubectl hat diverse Kommandos, also mal ganz klassisch irgendein Get-Kommando, um bestimmte Objekte von der Kubernetes-API zurückzubekommen. In dem Fall bekomme ich alle Namespaces gelistet, die bei uns im System registriert sind. Und dann kann man zum Beispiel sagen, gib mir für den Namespace Kube Ingress alle Pods und, keine Ahnung, alle Deployments. Und man sieht dann quasi auch, dass ich hier drei Deployments definiert habe. Also sieht man ein bisschen schlecht. Ich muss sagen, ich war eigentlich immer der totale Linux-Nerd, wie man es jetzt glaubt mir jetzt nicht, weil ich jetzt Windows verwende. Aber mit der Windows Subsystem für Linux bin ich wirklich sehr zufrieden. Am unteren Boden sieht man die Deployments, die ich definiert habe. Und das sind genau zum Beispiel hier diese Ingress-Controller. Und davon gibt es zwei. Einmal diesen hier, das ist ein L7-Ingress. Das heißt, alles, was irgendwie HTTP-basiert ist, wird über diesen Ingress-Controller geroutet. Und nachdem wir auch UDP-Services oder Plain TCP-Services exposen wollen, gibt es einen sogenannten L4-Ingress, der basierend auf IP-Adresse und UDP- oder TCP-Port genauso einfach den Channel offen hält und die Daten nach hinten weiterleitet. Und wie man schon sieht, zum Beispiel ist da auch nicht ganz so gesund. Das ist dann zum Beispiel ein Thema, dass ein Pod nicht starten kann. Und der ist in dem Fall in dem Status Crash Loop Back Off. Das heißt, Kubernetes versucht seit längerer Zeit das Teil zu starten, schafft es aber nicht. Und dafür gibt es dann auch sehr einfache Kommandos, in dem Fall kann ich mir die Logs von diesem Container holen oder in diesem Port holen. Und ja, ganz, ganz spannendes Thema ist die Definition von dem Deployment ist offensichtlich falsch, weil er möchte einen Port genau auf dem gleichen Node wieder starten, wo der schon mal läuft. Ist für einen Ingress-Controller, Gesundheit, der auf dem gleichen Port natürlich lauschen möchte wie der andere, dann nicht möglich. Und deswegen sagt er, er kann den nicht neu starten. Und das würde man quasi jetzt auch hier sehen, dass der hier auf dem gleichen Node läuft wie auf dem hier. Und ja, natürlich eher weniger Sinn macht. Ja, das mal so viel sehr High-Level und in einer schnellen Runde zu Kubernetes. Wenn noch Fragen sind, bitte gerne, ja? Die Frage ist, wie sich OpenShift zu Kubernetes verhält. OpenShift basiert auf Kubernetes. Das ist sozusagen eine Erweiterung von Red Hat. Sieht man auch hier vorne irgendwo, da. Und ist quasi Red Hat verkauft OpenShift mit natürlich Service, das heißt, man kriegt Support dafür, hat aber noch eine ganze Reihe an zusätzlichen Funktionen mitgeliefert. Zum Beispiel ist es recht aufwendig, ohne zusätzliche Jenkins-Pipelines oder so weiter Workload zu deployen. Ich brauche immer ein Image, das irgendwie erzeugt wird, idealerweise automatisiert. Das muss auf eine Registry, von der ich es mir holen kann. Und OpenShift liefert genau diese Mittel alle mit. Das heißt, quasi in OpenShift bekomme ich das alles for free, quasi indem ich das Produkt einsetze, mit dazu.
Und da schlägt übrigens eine neue Entwicklung rein, sogenannt Knative, also Kubernetes Native heißt das Projekt. Und das bringt viele von den Features, was OpenShift mitbringt. Also als Entwickler einfach meine Applikation, die ich lokal in meinem Repository liegen habe, über ein Kommando zu deployen. Und das ist bei OpenShift möglich, aber eben über das Add-on von Knative genauso auf Kubernetes. Ja, wir haben sowohl als auch Cluster laufen. Also ja, auch bei uns läuft es auf Bare Metal. Genau, weil wir halt hier lokal die Latenz quasi nutzen wollen, weil wir, wenn wir lokal unsere ganzen Tests ausführen, natürlich die Antwortzeit recht wichtig ist. Aber wir nutzen sehr wohl Amazon und Azure für die breite Masse, wenn man sagen kann. Wir wollen viele Tests ausführen, dann nutzen wir die auch. Also zumindest jetzt in dem Bereich jetzt nicht so für die Produkt, also um zu sagen, okay, kann unser Produkt mit Kubernetes in der Cloud umgehen, haben wir sehr wohl Cluster quasi als End-to-End-Test, aber nicht aktuell in Usage. Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, dann bleibt mir nur zu sagen, danke an die Vortragenden, danke an Martin, an Johannes, an Markus, an Christoph für die Vorträge. Waren wieder spannende Themen dabei. Danke an Dynatrace auch, dass wir wieder da sein haben dürfen bei euch, für die Verpflegung, für Bier, für Getränke, für Essen. Und danke an euch alle fürs Kommen. Es war mir eine Ehre. Bis zum nächsten Mal.